Hallo und herzlich willkommen hier heute zur sagenumwobenen 15. Ausgabe des Telestammtisch. Und heute, da sind wir, wer hätte es geahnt, sehr, sehr comic-lastig. Das heißt also, ich habe heute zum Glück verschiedenste eloquente Gäste am Start, die allesamt schon mal mindestens einen Comic gelesen haben und auch allesamt auch schon mal drüber geschrieben, drüber gevloggt oder ähnliche Sachen damit angestellt haben. Und wir gehen die Gäste heute mal ganz kurz durch. An der ersten Stelle ist jemand, den ich auf Facebook schon ein bisschen länger verfolge und heute auch auf Instagram gesehen habe, dass er sich für, ich glaube, es waren um die 250 Euro einen Comic gekauft hat, der schon lange vergriffen ist. Hi Pia. Hallo, ja, 121 Euro. Oh mein Gott. Da musst du ja mal kurz erzählen, was das ist und warum du das überhaupt gemacht hast. Oh mein Gott. Ja auch noch den, ja. den Blog irgendwie nerdig, den betreibst du ja auch noch, ne? Ja, genau. Ja. wir kommen später nochmal drauf zu sprechen, was genau du da machst. Keine Sorge, da gehen wir nochmal ins Detail. Die zweite Dame am heutigen Tag ist die Joanna. Und Joanna betreibt auch einen Blog im Netz, den ich ebenfalls schon länger im Blick habe. Unter anderem auch, weil er sehr vielschichtig ist und verschiedenste, ja vor allem auch Comics beleuchtet und sich eben nicht nur so auf diesen Mainstream-Bereich konzentriert. Hi. Hallo. Hallo. Schön. Hallo. Nummer 3 in der Runde ist ein Comic-Tuber, der schon ewig dabei ist und gelegentlich sogar noch Comics macht. Beides ist nicht selbstverständlich in der Comic-Tuber-Szene. Der Lars ist am Start. Moin, moin. Hallihallo, ich grüße dich. Und du bist heute, das ist ja eigentlich schon nerdig genug, auf einer Windows Vista-Maschine unterwegs. Genau. Ich bin heute das Museumsstück der Runde. Prima. Und auch mit dir können wir heute, glaube ich, ein bisschen ausgiebig über Comics quatschen, da freue ich mich schon sehr. Ja, und die Nummer 4 in der Runde, die braucht man ja eigentlich gar nicht mehr großartig vorstellen, der ist gefühlt häufiger dabei, als ich das bin. Moin, Nick. Moin, immer wieder gerne. Du warst auch wieder fleißig am Lesen? Ja, in der Tat. Ich habe mir endlich mal Kick-Ass reingezogen. Es war lang überfällig und an einem Stück alle bestellt, alle da gehabt, alle gelesen und heute kann ich was dazu sagen. Da freuen wir uns. Mich würde mal interessieren, seit wann ihr eigentlich schon Comics lest. Sag mal, Pia, wann hast du deinen ersten Comic in der Hand gehabt? Also meinen ersten Comic allgemein habe ich schon bestimmt vor 4 Jahren oder so in der Hand gehabt. Da ging es um Deadpool. Also ich habe ja irgendwie von Deadpool halt eben gehört und dann den Deadpool-Film und so weiter. Und ein Freund von mir hatte Deadpool halt eben auch zu Hause gehabt. Und dachte ich mir so, ja, ich will ja immer die Literaturvorlage mir da auch angucken. Es gibt ja halt so Filme wie Tribute von Panem und Twilight und sowas. Und dann will man sich die Bücher dazu mal ja angucken. Und bei den Comicfilmen geht das halt eben nur mit den Comics. Und dann habe ich versucht, mit Deadpool anzufangen. Das hat mich aber nicht so interessiert, weil ich hatte irgendwie so keine emotionale Verbindung mit diesem Charakter und die Zeichnungen von diesem einen Comic, den ich in der Hand hatte, hatte mir nicht so gut gefallen. Mhm. Später habe ich dann herausgefunden, dass ja viele Comics viele verschiedene Zeichnungsstile dann auch haben. Also da gibt es ganz große Unterschiede. Okay. Das wusste ich damals ja noch nicht und dann habe ich das wieder beiseite gelegt und dachte mir so, nee, das mache ich nicht. Und jetzt, dann fing das aber wirklich ganz stark dann an mit Batman wie Superman, den Film. Den habe ich mir dann angeguckt und danach dachte ich mir so, der Film ist irgendwie komisch. Du kennst ja nur den Batman aus The Dark Knight und die anderen Tim Burton Batman-Filme und die Animated-Serie und so weiter. Und in dem Film war er halt sehr verbittert, sehr dunkel, sehr, sehr anders. Und dann dachte ich mir so, wie kommt denn das, ne? Okay, guckst du dir die Literaturvorlage wieder an. Und dann, ja, und dann war das, glaube ich, der erste Comic, das war 2016 im Sommer, nachdem der Film, der war ja im Mai oder so, kam da raus, 2016. Und da fange ich dann richtig an. Dann habe ich mich auf Facebook informiert, im Internet informiert, welche Comics muss ich lesen, Hintergrund, auch Hintergrundgeschichte mit Jason Todd, die ja angedeutet wurde in diesem Film. Und ich habe die Comic-Kenner gefragt. Ja, da fing das 2016 an. Und also quasi gelockt durch die Filme interessiert so als Einstiegsmedium quasi dann auch mal den Blick hinter die Kulissen, im Speziellen eben in die Comics, die du da gewagt hast. Genau. Ja, weil der Film einfach ganz anders war. Und ich war tatsächlich vom Film so ein bisschen enttäuscht, weil ich einen ganz anderen Batman aus den anderen Filmen so in Erinnerung hatte. Und dann hatte ich mich halt informiert und auf Facebook, in den ganzen Facebook-Gruppen, und dann hatte man mir halt erklärt, woher das rührt und aus den Comics und die Geschichte. Und da sind ja auch Leute in seinem Umfeld noch gestorben, die halt, also nicht nur seine Eltern, sondern da ist ja viel mehr passiert. Deshalb wurde der dann ja auch später so verbittert und etwas dunkler und strenger. Und dann dachte ich mir so, das interessiert mich. Ich will jetzt wissen, was da alles lief.
na, im Hintergrund. Und dann bin ich in den schwierigen, tatsächlich schwierigen Einstieg in die Comicwelt dann reingegangen. Und das war eine ganz große Herausforderung, weil es da ganz viele verschiedene gibt, die du teilweise lesen solltest und teilweise wieder nicht lesen musst, wo du dann lieber kein Geld ausgeben solltest, weil das dann auch nicht nötig ist. Ne? Also quasi auch noch nicht so eine ganz ewig lange Zeit. Du bist noch kein alter Comic-Hase, das kann man also nicht sagen. Im Gegensatz vielleicht zum Lars. Lars, seit wann bist du denn schon dabei in der Comic-Leseschaft? Seit über 25 Jahren. Ja, ja, ich habe Comics gelesen, bevor ich lesen konnte. Das heißt, habe ich mir da nur die Bilder angeguckt. Das war so Vorschulzeit. Da ich ja aus den neuen Bundesländern komme, habe ich ja nur Mosaik gehabt am Anfang. Das war das Einzige, was du sozusagen im Osten gekriegt hast. Und auf dem Dachboden meiner Großeltern lagen dann so die ollen Hefte von Jahrgang 83. Und die habe ich mir dann immer angeguckt, ohne ein Wort zu lesen zu können. Und das war der Einstieg eigentlich. Also deswegen kann ich gleich dazu sagen, ich konnte die Batman wie Superman, die Hintergründe habe ich kapiert, weil ich die Comics kenne. Und da muss man eine ganz spezielle Liste sozusagen abarbeiten, wenn man die Anspielung verstehen will. Also das ist genau, ja, hart. Aber mein Batman hat am Anfang lila Kapuze und graues Stramplerhöschen. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Genau. Ja, die Mosaik-Comics kenne ich sogar. Die Abrafaxe sind mir tatsächlich ganz gut bekannt. Die lese ich auch heute noch. Ernsthaft? Okay, ja. Das ist interessant. Da müssen wir, vielleicht kriegen wir später nochmal die Gelegenheit, darüber zu plaudern, denn mein Vater hat ihn vor, eben auch schon, ich komme auch aus Thüringen, der ist also auch Leser der Abrafaxe gewesen. Genau genommen eigentlich noch der Digedaxe, die ja davor kam. Na, die gibt's auch noch, genau. Aber das war vor meiner Zeit. Und ich habe jetzt dann auch ihm zu Weihnachten da mal die aktuellen Ausgaben geschenkt und sagen wir mal, das wäre jetzt was ich mir heute nicht mehr so geben würde vielleicht. Da wäre es cool, wenn wir dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Und, na klar. Genau, dann haben wir ja noch die Joanna. Joanna, seit wann bist du eigentlich jetzt schon mit den Comics unterwegs? Also ich habe tatsächlich als Kind die lustigen Taschenbücher gelesen. Also es gibt auch wirklich noch so Geschichten, an die kann ich mich erinnern, wo irgendwie Donald Duck da als Ritter durch die Gegend läuft und dann irgendwie mit so dreiköpfigen Drachen da so seine Tricks macht. Also es waren die ersten Sachen. Und dann habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren und tatsächlich das erste Heft, an das ich mich wieder erinnern kann, das habe ich auf dem Flohmarkt in Berlin gefunden. Da habe ich nämlich studiert damals und das war ein X-Men-Heft. Und zwar genau das, es war 2004, wo quasi Jean Grey, also wo der Phönix quasi durchbricht und dann Wolverine sie umbringen muss und er dann sie auf den Händen trägt. Und ich war damals so, oh mein Gott, was ist das? Das ist ja fantastisch. Ja, und da war ich aber, kleine Anekdote, so irgendwie so fasziniert von dieser Optik, weil ich es auch sehr schön gezeichnet fand, dass ich das Heft zerschnitten habe. Oh! Da blutet einem heute das Herz und dann irgendwie so ein Fotoalbum so von außen mit diesen dramatischen Szenen beklebt habe, was auch ganz geil aussah. Und dann dachte ich aber so ein paar Jahre später so, oh, wie doof, dass ich das so gut geschnitten habe. Und dann war ich eine Zeit lang ganz verzweifelt auf der Suche nach diesem Heft. Und jetzt habe ich es auch sogar zweimal quasi mir nochmal geholt, weil ich das, ja, weil das quasi so das erste Heft ist, was so die Liebe entfacht hat zu den Comics quasi. Und wie der Schritt, das dann nicht nur zu lesen und sich da vielleicht auch noch mal mit einem Kumpel oder einer Freundin drüber zu unterhalten, ist ja der eine, aber dann diesen Schritt ins Netz zu gehen oder auf andere Publikationswege und auch ein paar Worte dazu zu verschriftlichen, der ist ja nochmal ganz besonderer. Wie ist es denn dazu gekommen? Also eigentlich war das in erster Linie so ein bisschen für mich selbst, weil ich festgestellt habe, dass manchmal ist man ja in so einem Run und kauft ganz viele Comics und ich hatte also schon ellenlange Regale voll und dann liegen die da und man liest sie nicht, weil man denkt, jetzt gibt es aber da noch einen neuen und da noch einen und irgendwie dachte ich mir, nee, wenn ich anfange darüber zu schreiben, dann habe ich auch einen Grund, die wirklich regelmäßig, also es war eigentlich so ein bisschen erstmal Motivation auch für mich, um da quasi wirklich regelmäßig dran zu bleiben, weil ich es ein paar Mal auch immer so aus den Augen verloren habe. Und zum anderen aber auch, weil mir aufgefallen ist, dass, vor ein paar Jahren, als ich mir die Idee kam, habe ich gesehen, dass es noch nicht so viele Frauen gab, die halt auch über Comics geschrieben haben. Und dass manchmal ja Männer dann auch, also teilweise einen leicht anderen Blick haben vielleicht auf gewisse Figuren oder Storylines. Und irgendwie dachte ich mir so, nö, warum eigentlich? Also warum sollten da nicht mehr Frauen drüber schreiben? Und inzwischen gibt es ja auch mehrere oder auch Instagram-Kanäle, ne? Und auch generell, das ist ja auch immer weiter so quasi vordringt, aber ja, das war auch so ein Grund, dass ich dachte, Mensch.
Und gibt's denn da auch irgendwie einen Austausch mit deiner Community, den du da pflegst, also wo du gerade ein Feedback bekommst und dich mit denen dann eben über die Comics unterhältst? Ja, auf jeden Fall, aber teilweise ist es sehr witzig, weil es gibt so einige, also am allerliebsten, da träume ich immer nachts von, ist es, wenn mir jemand schreibt, so, hey, ich habe deine Rezension gelesen, ich wäre niemals auf den Comic gekommen, aber jetzt quasi habe ich ihn mir geholt und ich fand ihn auch ganz toll. Also das ist immer so das, wovon man ja träumt, ne? Dass man andere Menschen auf was aufmerksam macht, wo sie jetzt vielleicht so nicht drauf gestoßen wären. Dann gibt es aber auch, was ich immer richtig witzig finde, wenn mir Leute dann bei Facebook zum Beispiel auf der Seite schreiben, so, hä, den findest du jetzt gut? Was ist denn da los? Also irgendwie, also mein Lieblingskommentar in den letzten Wochen, da hat sich irgendwie Kill or Be Killed vorgestellt. Und dann hatte jemand darunter geschrieben, so, ja, Wahnsinn, also dass du sowas Gutes dann vorstellst und gut findest, aber dann noch so ein Quatsch wie Squirrel Girl. Wo ich halt irgendwie dachte, so, naja, also sind dann zwei verschiedene Zielgruppen und ich weiß nicht, also der klingt auch wie so ein Mann, der vielleicht über 30 oder 35 ist, denkt mir, ja, vielleicht ist er auch nicht die Zielgruppe für Squirrel Girl, ne? Aber es finde ich da ganz witzig, dass man dann da auch so ein bisschen bewertet wird. Oder ich hatte letztens auch so die Comics von 2017, die mich irgendwie, weiß nicht, ob sie witzig oder irgendwie besonders schön erzählt waren, die mich beeindruckt haben und da sind natürlich auch sehr unterschiedliche Sachen dabei und dann hatte auch einer drunter geschrieben, so ja, über deine Auswahl müssen wir nochmal sprechen. Okay. So, muss dir nochmal was beibringen. Ja, also was ich so, dass es halt auch manchmal sehr wertend ist, ne? Also, dass halt nicht so ist, so hey, ich mag das und du das und alles ist cool und es ist auch völlig okay, weiß nicht, Mainstream-Comic gut zu finden, sondern manchmal ist es halt, dass man da wirklich so ein bisschen bewertet wird und das finde ich dann immer ein bisschen witzig. So. Willkommen in der Online-Community, das muss man mal abkönnen dann. Ja. Genau, ja. Ja, man begibt sich da tatsächlich ja immer auch eine gewisse Öffentlichkeit, man kriegt Feedback, ob man das nun will oder nicht und das ist gerade im Internet leider auch nicht immer konstruktiv oder manchmal eben auch schwierig, dann damit umzugehen, aber man muss sagen, man merkt bei dir auf jeden Fall zwischen den Zeilen, dass eine enorme Liebe fürs Medium mitschwingt. Die du hast allein schon jetzt zwei Comics genannt, die unterschiedlicher kaum sein könnten, worauf ich jetzt schließe, dass du auch einfach sehr offen bist für neue Sachen. Das ist also cool, dass du dich da eben in deinem Blog dann auch dem Medium widmest. Wie ist es denn bei dir? Wie ist es denn bei dir dazu gekommen, dass du denn jetzt aktiv auch ein paar Sachen dazu schreiben wolltest? Ja, also ich habe ja mit dem Bloggen ja schon ein bisschen früher angefangen, als ich mit den Comics angefangen habe, ehrlich gesagt. Also mit dem Bloggen habe ich jetzt vor 3 Jahren angefangen und das Bloggen rührt daher, dass ich immer super viele Ideen hatte, was Nerds und Geeks angeht, auch Guides und Tipps zu schreiben, zum Beispiel geh doch auch mal alleine ins Kino und warum solltest du alleine ins Kino gehen, weil ich halt viele Gruppen auch kennengelernt habe, die sich auch ein bisschen noch schämten, so wenn sie mehr so Filme oder mehr Serien gucken und immer nur zu Hause hocken und ja, sie haben dann Probleme, Leute kennenzulernen und es gibt eigentlich ganz viele Problematiken noch, die einige Nerds und Geeks haben. Und dann ist noch das nächste Beispiel, ich hatte selber ganz viel Redebedürfnis über Filme, über Serien und über Games und so weiter. Und und ich wollte unbedingt darüber reden. Und in meinem Freundeskreis gab es da ganz, ganz wenige Leute. Also ich glaube, eine Person gab es da. Und dann dachte ich mir so, dann schreib doch einfach mal darüber. Und vielleicht lernst du dann auch so Leute kennen, die dann halt Bock haben, das zu lesen. Oder wenn es dir nicht gefällt, lesen sie es halt eben nicht. Und dann kannst du dich so ein bisschen ein bisschen auskotzen, wie sagt man so, also alles mögliche, positive wie negative schreiben und dann ist das erstmal raus, so. Dann ist das Bedürfnis, etwas mitzuteilen, erstmal draußen. Und das hat echt gut geklappt. Also ich war dann auch viel zufriedener und die ganzen Gedankenergüsse, die ich hatte, die konnte ich alle aufschreiben. Und dann war es erstmal raus. Im Prinzip war es mir eigentlich egal, wer es gelesen hat. Hauptsache, ich habe es jetzt erstmal geschrieben. Und das ist raus. Und das hat mich extrem glücklich gemacht. Und dann habe ich später erst ja mit den Comics angefangen. Also ich habe Anfang 2015 habe ich angefangen mit dem Bloggen und dann 2016 habe ich aktiv Comics gelesen. Also ich habe bestimmt jetzt schon 200 Comics hier stehen, hier zu Hause. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel ich davon gelesen habe, aber dann habe ich auch angefangen, auch darüber zu schreiben und auch als Comic-Einsteigerin. Ich kann natürlich aus der Sicht einer Comic-Einsteigerin im Jahr 2016 und 2017 halt auch ganz viel schreiben und dass das immer noch sehr schwierig ist, in Deutschland
an Comics im regionalen Geschäft zu kommen. Und ich finde das halt immer sehr schade, dass so dem Mainstream das so gar nicht gezeigt wird, dass es halt eben auch Comics gibt. Es gibt jetzt seit 15 Jahren Marvel-Filme, DC-Filme, also jedes Jahr bestimmt 3 bis 4 Blockbuster im Kino. Und aber die Menschen haben keine Möglichkeit, in einem normalen Büchergeschäft in einer normalen Stadt mit 40.000 Einwohnern an Comics zu kommen, weil die nicht ausgelegt werden oder in der hintersten, schattigsten Ecke ausgelegt werden. Und das finde ich halt immer so schade. Deshalb bin ich auch in den letzten Jahren und auch als Kind und als Teenager nie so wirklich an Comics rangekommen, weil ich die einfach nicht gesehen habe, weil die einfach nicht wirklich offen ausgelegt waren und ich dadurch auch einfach keine Neugierde empfand, weil ich sie einfach nicht gesehen habe. Mhm. Die Frage können wir ja gleich mal weiterreichen, auch an Lars und Nick. Ist es bei euch ähnlich, dass es bei euch jetzt im näheren Umfeld, vom Comicladen eures Vertrauens vielleicht mal abgesehen, gar nicht so die Möglichkeit gibt, an Comics ranzukommen? Da wollte ich gerade einhaken, weil ich kenne das ja, ich komme aus einer Kleinstadt mit 8000 Einwohnern. Ich muss sagen, Bahnhofsbuchhandel sind mittlerweile sehr gut ausgerüstet. Und da ich aus Sachsen-Anhalt komme und ich Dessau und Köthen kenne, das sind kleine Drecksnester, wenn man jetzt vergleicht mit Leipzig oder Berlin. Und selbst die haben mittlerweile, dank der Filme offensichtlich, in Comic und also in Bahnhofsbuchhandel mittlerweile eine doch recht ausgeprägte und auch sehr zentral gelegene Auslage. Das heißt also, den Mainstream kriegst du da gut. Du kriegst vor allen Dingen Manga jetzt sehr gut. Also Manga gehen ja seit ein paar Jahren super. Also das heißt, da findet man viel. Ich habe aus einer Kleinstadt, ich war clever als Teenager. In der Kleinstadt, wo ich war, gab es keinen Bahnhof. Das heißt, ich bin dann mit dem Rad bis nach Dessau gedüst. Das hat eine halbe Stunde gedauert, eine Richtung. Hab dort ein Spider-Man-Heft gekauft, bin im Regen zurück und am nächsten Tag durch meine Kleinstadt geradelt und habe jeden einzelnen Lottohändler gefragt, kannst du mir dieses Heft bestellen? Und siehe da, haben sie gemacht. Not macht erfinderisch. Nee, Moment. Das war vom Internet. Ja, darf ich dazu auch was sagen? Na klar. Ja, weil ich habe das Experiment nämlich gestartet vor ein paar Monaten und Wochen. Mhm. Und zwar ist das so, dass wir haben ja auch einen Bahnhof. Mhm. Die haben tatsächlich auch Comics, aber die Comics werden ganz hinten in der hintersten Ecke ausgestellt, die amerikanischen Comics, wo so gut wie keiner hingeht. Dann musst du, die werden aber nicht ausgelegt, weil, Kommentar, ich habe dort nachgefragt, wieso legt ihr die nicht aus, dass man sie so greifen kann, weil die sind hinter einer Glasscheibe. Das heißt, man muss erst zu dem Verkäufer hingehen und sagen, kannst du mir das aus der Glasscheibe rausholen oder kannst du mir das aus der Schublade an der Kasse rausholen? Und dann frage ich, warum legt ihr das nicht aus, dass mal ein Teenager oder wer auch immer mal schnell, weil er gerade zur Bahn muss, nicht einfach mal das rausholen kann und bezahlen kann? Nee, sagt man dann zu mir, die werden sonst geklaut, weil die ja so teuer sind. Die kosten ja im Durchschnitt 16, 17 Euro, so ein Comicband. Sag ich zu denen, ja, aber ihr habt doch Asterix und Obelix hier liegen, solche Hefte und Bände, die kosten dann auch 15 Euro oder ein Harry Potter Buch oder was auch immer, das liegt hier auch aus. Warum liegt der die denn? Ja, die werden dann so vergriffen oder die werden angefasst, dann werden die geknickt und dann werden die nicht mehr gekauft. Dann sag ich so, ja, ich finde das schade halt, weil normale Orte, Normalverbrauch. Ja, Moment, dann nächstes. Ja, und dann wurde mir halt gesagt, ja, dann fahr doch nach Hamburg rein, weil ich wohne in einem Vorort. Sag ich zu dem, ja, ich brauche aber eine halbe Stunde bis nach Hamburg, dann muss ich wieder zahlen. So, nächster Lottoladen. Wir haben ja mehrere Lottoläden in Ahrensburg hier. Mhm. Dann bin ich zum nächsten Laden gegangen. So, nö, wir bestellen nicht. Das entscheidet die Zentrale, was wir geliefert bekommen. Wir können da auch nicht anrufen. So, dachte ich mir so, ist ja komisch. Ich möchte gerne den regionalen Handel unterstützen. Also ich möchte nicht bei Amazon und Co. einkaufen, sondern ich möchte den regionalen Handel unterstützen. Ja. Und ihr seid jetzt nicht bereit, mal einen Hörer in die Hand zu nehmen, mal nachzufragen, ob ihr das bei einem Großhandel bestellen könnt. Nee, das entscheidet die Zentrale. So, dann gehe ich zum nächsten Lottoladen, wieder dieselbe Ausdruck. Nee, das entscheidet die Zentrale. Der Bahnhof übrigens auch, entscheidet die Zentrale. So, Lottoladen Nummer 4 sagt, kein Problem, bestelle ich. So, hat auch einmal geklappt. Ich habe tatsächlich ein paar Tage später diesen Comic bekommen. Und dann war aber dann der nächste Comic, der wurde dann irgendwie bestellt und ich habe 2 Wochen diesen Comic irgendwie nicht gekriegt. Ich habe alle 3 Tage angerufen.
irgendwie wussten die nicht, was das ist. Das war Nightwing, habe ich bestellt. Die kannten das auch irgendwie nicht. Ich habe es dann nochmal buchstabiert. Wie wird das geschrieben und so weiter. Und auch so eine neue Rebirth-Reihe. Nee, und irgendwie kam, obwohl es bei Amazon und bei Panini lagernd war, habe ich es 2 Monate nicht gekriegt. Ich habe alle 3 Tage hinterher telefoniert. So, nächster Bücherhandel habe ich hier auch in Ahrensburg. So, da konnte ich auch bestellen. Das war kein Problem. Aber sie hatten einfach... nur, also sie hatten eine ganz große Manga-Wand, ja, alles mit diesen Mangas und Anime-Vorlagen, alles, das hatten sie, ne, aber sie hatten keine Comics ausgelegt, nirgendwo. Und dann habe ich auch gefragt, warum legt ihr denn nicht die amerikanischen Comics raus, ne, hier Filme und so, ganz, ganz innen und die ganzen Kinder gucken Marvel-Filme und Thor und Spider-Man, warum legt ihr die Comics dazu nicht aus? Ja, nee, das wird nicht so gefragt. Ne? Aber dann denke ich mir so, naja, wenn sie überhaupt nicht ausliegen seit einem Jahr oder so, woher wisst ihr denn, ob die denn wirklich gekauft werden, wenn ihr es nicht mal probiert? Ja, nee, das entscheidet die Zentrale. Und das höre ich halt immer die ganze Zeit und denke ich mir so, ja, okay. Nächster Step wäre dann tatsächlich, dass ich mich da mal an die Zentralen wende und vielleicht so eine Art Interview mache, wäre ja auch was für meinen Blog, und dann mal vielleicht nachfrage, so, wie sieht denn das aus? Kann ich mal ein Interview mit euch machen, warum geht ihr diesen Trend, der immer weiter wächst in Deutschland, das kommt ja immer mehr rüber von Amerika nach Deutschland, warum ihr dem nicht nachgeht, ne? Das ist halt schade, weil ich weiß es durch das Internet, was ich alles haben muss und bekommen muss und haben möchte, aber der Otto Normalverbraucher, der wird darauf nicht neugierig gemacht, weil es einfach nicht ausgelegt wird. Warum ist es für dich denn so wichtig, den lokalen Handel da zu unterstützen und da eben nicht auf eine Internetplattform auszuweichen oder vielleicht sogar auf digitale Comics? Ja, digitale Comics, da habe ich ja vor 2 Jahren, wo ich angefangen habe, habe ich tatsächlich nach digitalen Comics geguckt. Da gab es, glaube ich, noch nicht so oft deutsche Comics. Es war sehr schwierig, deutsche zu kriegen. Also ich möchte auf jeden Fall deutsche Comics lesen und ich möchte aber auch was in der Hand haben. Das heißt, wenn mir ein Comic jetzt nicht gefällt, möchte ich ihn tatsächlich auch mal wieder verkaufen können. Also ich möchte nicht alle Comics sammeln. Und warum ich den regionalen Handel unterstützen möchte, ja, wie soll ich sagen, das ist so eine prinzipielle Sache. Amazon und anderen Online-Händler sind sehr, sehr groß. Die wollen immer sehr viel Marge natürlich und bei Panini direkt könnte ich natürlich auch bestellen, habe ich auch zwischendurch sehr oft gemacht. Aber man wohnt natürlich in einer Stadt und ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein kleines städtisches, patriotisches Denken. Ich möchte natürlich auch meine Stadt irgendwie unterstützen, dass die auch weiter wächst, weil ich tatsächlich hier sehr, sehr gerne wohne. Also ich mag das. Man hat auf der einen Seite voll diese Großstadt Hamburg, kannst du in 20 Minuten hin und hast auf der anderen Seite das Land und die Natur und die Ostsee. Und da denke ich mal so, ja, ich möchte einfach, dass diese Stadt wächst und dass die halt auch was davon hat. Weil wenn ich im Internet bestelle, dann gehen die Steuern halt nicht in die Stadt, sondern halt dort, wo der Online-Shop halt gemeldet ist. Ne? Ja, genau. Ja. Nun, Nick, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Gibt es da eine Möglichkeit, vor Ort Comics zu kaufen? Nee, nicht im größeren Rahmen. Also ich wohne in einer Stadt, die 150.000 Einwohner hat, also dann ein bisschen größer ist. Und hier gibt es keinen Comic-Shop. Es gab hier bis vor mittlerweile auch schon wieder 7, 8 Jahren mal einen Laden, einen kleinen Laden, der hat unter anderem Comics verkauft. Das war aber nur ein Teil des Sortiments. Die haben viel mit so Brettspielen gemacht und Tabletops angeboten wie Warhammer und sowas alles. Und dann gab es da auch eine Ecke mit Comics. Auch, wie ich finde, eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine gute Auswahl. Die haben dann weniger Panini da stehen gehabt, sondern mehr Splitter und Carlsen. Aber da konnte man zumindest auch bestellen. Da habe ich allerdings noch keine Comics gesammelt, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie fit die darin waren, einem Sachen zu besorgen. Abseits davon eigentlich nicht. Es gibt natürlich auch einen Bahnhofskiosk, wo soweit ich weiß auch immer mal Hefte ausliegen, aber das ist jetzt nicht das Umfeld, in dem ich mich da bewege oder wo ich meine Comics kaufe. Und abgesehen davon, nee, müsste man schon in eine Nachbarstadt fahren, ich sag mal Düsseldorf, Krefeld. Krefeld hat einen Comicshop, da kann man das in der Tat auch machen. Die haben hauptsächlich ein deutsches Angebot, da kriegt man aber, glaube ich, auch recht viel. Ich war da erst einmal. Sonst ist es aber eher überschaubar. Also in der klassischen Buchhandlung braucht man danach gar nicht gucken. Also die kennen das nicht, beziehungsweise sie bieten es jetzt nicht offensiv an. Und wenn man da mal was bestellt, ich habe da einmal in einer so einer Aktion ein bisschen
den lokalen Handel zu unterstützen, Einzelhandel. Da habe ich da einmal was bestellt und das hat dann relativ lange gedauert. Das ist deutlich teurer, gerade da ich ja sehr viel US-Material lese. Das habe ich dann auch nicht wiederholt. Okay, also das klingt jetzt nicht so positiv. Nee, ist ja auch nicht. Also es wird nicht beworben. Also da gehe ich auch mit. Ich habe Comics eigentlich aus Eigenantrieb nur entdeckt. Also es gab jetzt keinen Händler oder es gab keinen Händler, der jetzt irgendwie Anteil daran hatte, dass ich jetzt auf dieses Medium wirklich aufmerksam werde, auf diese ganze Superheldengeschichte. Das ist natürlich durch Filme sicherlich gefördert worden, ja. Aber hier im Umkreis, da habe ich da gar keinen Draht zu gefunden. Ich habe das komplett übers Internet gemacht eigentlich. Also irgendwann, ich habe halt schon immer mal hier Comics liegen gehabt. Das waren aber ganz früher, also Kindheitsalter, so irgendwie zwischen 6 und 12 Jahre, da waren das noch meine Eltern, die dann mal ab und zu hier was zur Verfügung gestellt haben. Asterix und Obelix, Lucky Luke. Das waren so diese ersten Alben, ich glaube, das nennt man ja dann Alben sogar eher, oder ich weiß gar nicht. Jedenfalls, das hatte ich hier noch liegen, hat mich auch sehr fasziniert. Dann irgendwann war ich dem Ganzen so eine Phase entwachsen und vor 3-4 Jahren, eher jetzt mittlerweile 4 Jahren, habe ich dann angefangen, das dann noch sehr proaktiv zu betreiben. Habe das aber auch alles nur übers Internet quasi mir zusammengesucht. Also ich habe in meinem Freundeskreis zwar Leute, die auch hin und wieder mal einen Comic lesen, sich aber nicht aktiv auseinandersetzen und auch, was nachvollziehbar ist, keine Lust haben, sich so mit diesem Marvel- und DC-Universum auseinanderzusetzen, wie man das ja teilweise machen muss, um da gewisse Zusammenhänge oder Geschichten zu verstehen. Und ich habe dann einfach wirklich angefangen mit einer sehr bekannten Suchmaschine, Reading Orders und sowas alles, um mir rauszusuchen, wie fange ich da an, was sind die Meilensteine, wie kann ich da chronologisch vorgehen. Und dann habe ich da wirklich auch sehr viel Zeit investiert. Und seitdem mache ich das halt, aber aus Eigenregie. Also ich habe dann natürlich irgendwann das Internet auch dafür benutzt, um mich auszutauschen. Dafür ist es auch wirklich Gold wert. Aber so aus einer lokalen Initiative heraus, nee, auf gar keinen Fall. Ah, okay. ja, Joanna, wie ist denn das bei dir eigentlich? Du liest ja nur viele Comics und kriegst die wahrscheinlich jetzt nicht alle bei dir vor Ort. Bestellst du denn viel online? Bei mir ist es so eine Mischung. Also ich bin in den letzten Jahren ich habe in Berlin, in München und in Hamburg gewohnt und da hat man natürlich eine gute Auswahl. Also gerade auch in Hamburg gibt's ja mehrere super geile Läden. Ich zum Beispiel finde Comicläden immer richtig toll, die auch zweite Hand Comics haben. Weil manchmal denke ich mir auch so, boah, mich interessiert jetzt irgendwie ein Heft und es kostet irgendwie 20 Euro oder 17 oder keine Ahnung. Wenn man jetzt alles kaufen würde, was einen da auch interessiert, dann verstehe ich auch, dass manche Leute so ein bisschen so, oh, es geht auch ein bisschen ins Geld, also gerade bei so Alben, ne? Und ich finde es eigentlich mal ganz cool, wenn es da Gebrauchte gibt oder auch eBay. Also ganz oft irgendwie, wenn ein neues Heft rauskommt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen so die Veröffentlichungszeiträume im Blick hat und dann guckt man auf eBay, also ich, oder darf man jetzt den Namen nicht sagen, ich weiß nicht, auf dieser Internetplattform, wo man gebrauchte Sachen kaufen kann. Und da gibt es dann manchmal die Sachen für die Hälfte und dann denke ich dann auch so. Also weil natürlich dann Leute auch, die vielleicht gelesen haben und nicht alles zu Hause haben wollen, weil das sammelt sich ja auch ganz schnell an. Und dann braucht man schon 3 Regale, wenn man alles behalten würde. Und dann denke ich mir so, ja geil, der will's loswerden, ich will's lesen. Perfect Match. Also 1A, ne, das ist klasse. So Schnäppchen, die sind immer cool. Ich kann übrigens an dieser Stelle auch sehr das Panini-Forum empfehlen. Im Panini-Forum gibt es einen Bereich, nennt sich Marktplatz. Da gibt es super geile, günstige Comic-Angebote. Einfach auch so von Usern halt, die ihren Bestand ein bisschen reduzieren wollen. Also für alle da draußen oder auch für euch, wenn ihr Bock habt, mal das eine oder andere Comic-Schnäppchen zu machen, guckt unbedingt mal da im Panini-Forum vorbei. Da, also man empfiehlt, oder auch Facebook, da gibt's auch ganz tolle Angebote in den Gruppen, die es da halt entsprechend für gibt. Joanna, wie ist das denn bei dir? Also du hast dann diese Comics gelesen und da sicherlich sind da einige im Laufe der letzten Wochen, Monate, Jahre zusammengekommen. Aber was muss denn ein Comic an Kriterium erfüllen, damit er bei dir im Blog erscheint? Puh, naja, also ich würde, also jetzt ganz spröde sagen, er muss halt irgendwie gut sein. Also ich finde, das ist halt, also ich habe ja auch einen breit gefächerten Geschmack, weil ich finde halt, man kann jetzt auch nicht, ein Spider-Woman-Comic, der jetzt vielleicht auch ein bisschen lockerer erzählt ist, kann man jetzt natürlich nicht mit einem Independent-Comic vergleichen, wo es jetzt um, Mord und Totschlag, Selbstjustiz oder das Sterben geht. Also ich finde da, das kann man nicht vergleichen. Also da sind jetzt wieder bei Kill or Be Killed oder Squirrel Girl, ne?
Aber ich finde, man hat ja auch verschiedene Stimmungen. Also ich sage mal Leuten, die gar keine Comics lesen, so, naja, es ist halt wie bei Büchern. Also ich meine, manchmal hat man halt Bock auf eine lustige Kurzgeschichte von irgendwie einem Poetry Slammer, keine Ahnung. Und manchmal liest man sich halt in 1000 Seiten Dostojewski-Wälzer durch, wo man denkt so, boah, ich brauche jetzt mal ein bisschen was Deeperes, keine Ahnung. Und ich finde, eigentlich ist es bei Comics auch so. Und was ich halt aber auch manchmal, wo wir noch eben bei den Bahnhofsbuchhandlungen und bei Einstieg und sowas, was mir voll oft auffällt und was ich manchmal richtig schade finde, wenn Leute irgendwie einen Film gesehen haben und dann irgendwie Bock haben, so, yay, ich will mal Batman lesen oder Spider-Man oder wie auch immer, und dann loslaufen, sich ein aktuelles Heft kaufen und dann manchmal völlig verwirrt sind, dass sie dann irgendwie, hä, wieso ist jetzt nicht Bruce Wayne Batman, was ist hier los, und dann irgendwie schon wieder die Lust verlieren. Weil gerade bei diesen fortlaufenden Serien, man ja teilweise dann doch, dann gibt es noch Crossover, dann muss man das Heft haben, um das zu verstehen, dann ist auf einmal Thor nicht mehr mit dem Hammer unterwegs. Und manchmal verstehe ich dann auch, dass Leute es manchmal, gerade bei den menschlichen Sachen, die dann nicht abgeschlossen sind in einem Heft, dass die da manchmal auch Schwierigkeiten haben, ne? Also eigentlich finde ich es fast schon, würde ich es fast schon cooler finden, wenn Leute, die Bock drauf haben, also manchmal, wenn man ja im Comicladen steht, dann hört man, dass jemand reinkommt und sagt, ja, ich würde gerne Comic lesen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und wenn es jetzt ein netter Comicverkäufer ist, es gibt ja auch welche, die sind nicht so nett, aber wenn es jetzt ein netter ist, dann ist er ja auch gewillt zu helfen und zu sagen so, hey, magst du lieber Science Fiction oder hast schon mal was, ne, wie sieht's da mit Batwoman aus, was weiß ich, und führt ja die Leute so ein bisschen hin. Was ich aber, und ich möchte diese Chance mal nutzen, richtig doof finde, sind Comicverkäufer, die quasi schon so die Augenbrauen lupfen, wenn sie das Gefühl haben so, oh, da ist jemand kein super Profi und weiß jetzt gerade nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, in der Heftserie das und das nicht passiert ist. Und das finde ich manchmal so schade, weil ich überzeugt davon bin, dass mehr Leute in Comicläden gehen würden, wenn da nicht immer so eine Atmosphäre herrschen würde, dass man auf gar keinen Fall was Dummes fragen darf, weil sonst alle Leute sich umdrehen und einen böse angucken. So. Das ist aber eine Sache, die aber auch unter Comicforen oft passiert. Also das ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass wenn jemand wirklich fragt, ich will Batman lesen, wo fange ich da an, dass dann jede Menge hochgezogene Augenbrauen kommen und sagt, Alter, google das. Wo ich mir sage, ja, der will es aber von einem Fan wissen, von jemandem, der drin ist in der Materie. Er will eine schöne Lesereihenfolge haben oder was weiß ich. Also ich finde teilweise, so die richtigen Hardcore-Fans, die können auch richtige Arschgeigen sein, wenn ich das mal sagen darf. Ja, und das finde ich halt total falsch. Und also vielleicht ist ja auch jetzt so eine Stelle auch mal gut, um sowas mal loszuwerden, weil ich verstehe das auch nicht. Also es gibt ja so Leute, die sind dann böse, wenn jemand auf einer Party ein Batman-Shirt anhat, aber vielleicht noch nicht 5000 Comics gelesen hat. Und irgendwie verstehe ich so ein bisschen so, ja, es ist halt vielleicht auch das, worauf man stolz ist, dass man sich da auskennt und dass man da auch Zeit investiert hat. Aber ich wäre immer der erste Mensch, der sagt, hey, du findest Batman cool oder Spider-Man, wie auch immer, frag eine blöde Frage. Oder wenn du gerade nicht weiß, dass Batman gerade nicht Batman ist, sondern Commissioner Gordon. Dann frag das doch, und wenn du es nicht verstehst, dann erklärt es dir doch einer. Und ich würde mir manchmal echt wünschen, dass dann mal jemand ankommt, der eben keine Comics liest und keine Ahnung hat, dass dann eben all die Comicverkäufer und Supernerds und Blogger und wie auch immer dann einfach nett sind und sagen, hey, klar, ich erkläre dir das, das kannst du ja auch nicht wissen. Weil ganz ehrlich, also ich habe auch nicht immer den Überblick, wer jetzt gerade wo, bei welchem Secret War und ich weiß nicht was, gerade schon wieder den Löffel abgegeben hat und dann aber doch wieder auftaucht, weil er dann doch wieder in einem Paralleluniversum, also ich meine, ich auch so, puh, ne, aber... Ja, so geht's mir auch noch, ja. Ja, also... Dann frag einfach mich. Ja, die Erfahrung habe ich aber auch gemacht. Also ich hatte endlich mal einen Comicshop gefunden, der auch wirklich in der Nähe ist, wo man tatsächlich vom Arbeitsweg hin oder zurück mal vorbeischauen kann. Und ja, war auch keine so gute Erfahrung. Also ich meine, das ist ja, ich würde es auch gar nicht so sehr auf das Medium Comic an sich beziehen. Das ist ja, letztendlich ist das auch nur ein Verkäufer wie jeder andere, und da kann man auch im Schuhgeschäft Pech haben. Und nur leider gibt es halt wesentlich mehr Schuhgeschäfte und man hat wesentlich mehr Chancen, da an die netten Leute zu geraten, und wenn dann ausgerechnet der eine da den Comic-Shop betreibt, der dann vielleicht nicht so ein Draht dafür hat, wie man mit Kunden umgeht oder neu, dann geht es halt auch irgendwie mal schief. War bei mir ähnlich, ich war keine so nette, angenehme Erfahrung, ist jetzt nicht so, dass ich da blöd angeguckt worden bin, aber von der ganzen Art und Weise fand ich, war das nicht zugänglich, und dann geht man da eben noch nicht mehr hin, weil letztendlich muss ich auch sagen, wie gesagt, ich kaufe ja
zu 99% englischsprachige Comics. Also die US-Originale, die sind dann schon mal nicht von der Buchpreisbindung betroffen. Die kriegt man deutlich günstiger, wenn man sie übers Internet bestellt. Und wenn dann, sage ich mal, der Verkäufer oder der Laden an sich kein Merkmal aufweist, wo ich sage, ja, deswegen kaufe ich da gerne und deswegen zahle ich dann eben auch 3-4 Euro mehr, dann gehst du halt nicht hin und dann bestellst du dir den Kram online. Ich habe da meine Seiten, wo ich weiß, ich krieg den Kram relativ günstig. Und dann hatte sich das Thema Comicladen für mich schon wieder erledigt nach einem Besuch. Schade, schade. Kommt nach Leipzig, die sind nett. Leider ein bisschen weit. Ja, weil ich verstehe halt, also ist auch noch eine kleine Anekdote aus meinem Einkaufserlebnis. Ich war letztens in Koblenz. Und da gibt es ja auch 3 Comicläden und da dachte ich so, ja, ich mache eine Comicladentour, wuh. Und dann war ich in einem, ich glaube Zeitgeist hieß der, glaube ich. Okay, lieber Zeitgeist-Verkäufer, wenn du super zuhörst. Also das fand ich so krass, weil es ist ja dieses Metal, diese neue DC-Reihe. Und dann habe ich da auch bei den Englischsprachigen geguckt und dann war da die Hauptserie Metal. So, und dann habe ich mir das Heft gegriffen und sehe aber, okay, es gibt noch irgendwie Metal mit so einem Green Lantern-Logo, mit einem Wonder Woman-Logo und dann noch mit, keine Ahnung, Superman. Und das waren jeweils Nummer 1 stand da drauf. Und da dachte ich so, nun, okay, hier ist nun also die Hauptserie, hier sind irgendwelche Spin-Offs oder Zusatzserien, aber da steht ja auch eine 1 drauf, also geht sie wahrscheinlich weiter, muss ich jetzt das gelesen haben, um das die Hauptserie zu verstehen oder nicht? Ach, fragen wir doch mal den netten Comic-Verkäufer. So. Dann bin ich mit den 3 Heften zur Kasse gegangen und meinte, also man hatte schon das Gefühl, man stört sie gerade bei was mega Wichtiges. Und dann war ich so, ja, hier, also hier ist Nummer 1, aber hier sind ja auch nochmal 3-mal Nummer 1. Muss ich jetzt das hier, das so verstehen oder verstehe ich das auch ohne? Ist das nur so ein Zusatz? Und dann guckt er mich so an und sagt so, ja, nö, also diese Zusatzsachen hier, die sind ja dann abgeschlossen. Ich so, ja, aber da steht eine 1 drauf. Das sieht mir nicht abgeschlossen aus. Das ist ja so pure Logik. So, wo eine 1 draufsteht, wird wahrscheinlich auch noch eine 2 kommen. Das ist ja sonst leider nicht immer. Ja, aber in dem Moment, und dann hat er mich aber, anstatt mir dann das zu erklären, weil vielleicht gibt es ja einen Grund, vielleicht ist das tatsächlich so, dass da nur eine 1 draufsteht, aber es kommt dann nicht nochmal was oder wie auch immer. Der war ja einfach so richtig so kein Bock mit mir darüber zu reden. Das war richtig so, na, Uschi, jetzt hier, bitte geh das weg. Das ist so schade, ja. Ja. Ich glaube aber auch, das war vielleicht so ein Verkäufer, der wusste es einfach nicht und war jetzt nicht bereit zu sagen, sorry, das weiß ich leider nicht, sondern er wollte wahrscheinlich so cool sein und irgendwie schon irgendeine Antwort geben, weil er jetzt so stolz war, um halt zu sagen, sorry, weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist auch immer so schade, dass denn auch nicht ehrlich sind, viele Verkäufer, ne? Aber das Problem ist doch, das sind im Prinzip Botschafter, wenn man so genau will, wie ihr schon sagtet, dass das Medium Comic nicht so weit verbreitet und anerkannt ist. Und wenn da nun jemand in den Laden kommt, der eine Comic-Jungfrau ist sozusagen, und der Händler hat jetzt eigentlich die Chance, jemanden für das Medium zu begeistern, dann ist das schade, dass er muss ja auch nur das Heft aufmachen. Ein cleverer Verlag hat drin eine Checkliste, wie ist die Lesereihenfolge, gerade bei Crossovern oder Events, die heftübergreifend sind. Und also es gibt schon Möglichkeiten, das rauszufinden. Und es gibt auch den redaktionellen Beitrag, gerade bei Panini, steht vorne auch immer drin, verpasst das Heft nicht. Also man kann sich da kurz reinlesen, gewusst wie. Aber wie ihr schon sagtet, wenn das ein Buchhändler ist mit einer Buchhandelsausbildung, der keine Comics liest, Pech gehabt. Aber es ist trotzdem schade, Chance vertan, jemanden fürs Medium zu begeistern. Ich meine, klar kann man, also ich hätte mir jetzt natürlich dann auch schnell googeln können, so Metal, was muss ich jetzt und was nicht lesen. Aber es geht ja einfach in dem Moment, das ist ja auch, also das klingt jetzt ein bisschen spießig, aber es geht ja auch so ein bisschen um Kundenfreundlichkeit. Und ja, na klar. Denke ich mir dann so manchmal, also es gibt auch ganz tolle Comic-Verkäufer, also ich will das jetzt auch gar nicht, also es gibt ganz zauberhafte, die einem alles raussuchen, was man will und ganz begeistert sind und dann gar nicht mehr gehen lassen wollen, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Aber wie gesagt, wenn man dann mal so ein lustloses Exemplar vor sich hat, bin ich immer so erschrocken und dann frage ich mich mal, wenn das jetzt ein Autoverkäufer wäre und ich würde in den Autoladen gehen und sagen, hey, ich interessiere mich für einen Kleinwagen und dann stelle ich mir manchmal vor, wenn der auch so wäre, ja, was denn, 4 Zylinder. Haben alles Räder, ja. Ja, und der würde auch so drauf sein, das wär so unvorstellbar, ne, aber irgendwie da ist man so, ja, okay, gut, ich träume mich, ja, ich lege das Heft schon weg, okay, ich nehme nur das eine, tschüss. Und, ja, aber das ist doch Kunden. Aber so im Prinzip Kundenbindung, die man dann macht, weil wir könnten uns das auch alle online besorgen. Ihr wollt ja, habt ihr ja vorhin auch gesagt, den lokalen Markt stärken oder halt den örtlichen Händler, was weiß ich. Das ist viel daran gelegen, eine gute Kundenberatung zu machen oder zu sagen, du, ich weiß es nicht, gucken wir uns doch mal gemeinsam an. Also der trinkt doch da auch bloß hinterm Tresen Kaffee. So viel Laufkundschaft haben die heutzutage auch nicht, oder?
Ja, aber genau das, was ich meine. Wenn ich das den Kommentar höre, ja, das entscheidet die Zentrale. Nein, wir können nicht bestellen, obwohl das aber geht. Ob die können den Hörer in die Hand nehmen und mal nachfragen oder die können zumindest sagen, pass auf, ich rufe dich zurück. Ich kann das gerade selbst nicht entscheiden, sondern ich muss dann meinen Chef fragen oder so, dass mal wenigstens sowas kommen könnte. Aber es kommt einfach nicht. Das ist das eine Problem. Das heißt, du willst, du hast Interesse, du weißt, was du willst und du kriegst nicht das, was du gerne möchtest. Das ist die eine Sache. Dann ist die andere Sache, dass der Otto-Normalverbraucher, der noch gar keinen Zugang zu Comics hat, dass der noch nicht mal neugierig gemacht wird, weil in keinem normalen Geschäft, außer halt in Comicläden, ne, in keinem normalen Geschäft halt mal irgendwelche Comics ausgelegt sind. Und das finde ich so schade und darüber schreibe ich halt eben auch und versuche auch den Mainstream so ein bisschen darüber aufmerksam zu machen, dass halt das echt toll ist, Comics zu lesen, weil die auch tiefgründig sind und auch echt tolle Geschichten haben und nicht nur Zeichnungen sind und ein paar Wörter hier, ein paar Wörter da, sondern durchaus eine fesselnde und tiefgreifende und emotionale Geschichte haben. Wobei ich aber auch, mir fällt gerade ein, zum Beispiel solche Aktionen wie gratis Comic-Tag, ne? Also ich habe jetzt gerade zufällig gestern die Mail bekommen, wo dann irgendwie stand so, hey, hier ist jetzt bald wieder soweit. Aber mir fällt gerade ein, weil da sind ja auch Buchläden dabei. Also ich weiß zum Beispiel, in München macht die Thalia Buchhandlung oder Hugendubel, ich weiß nicht mehr, irgendwie eine von denen zum Beispiel machen mit. Und da steht ja wirklich von bis groß, klein, auch wirklich Leute da Schlange, bei denen man also so das Gefühl hat, okay, die gehen jetzt nicht jede Woche dreimal in Comicladen, ne? Und das finde ich zum Beispiel auch richtig cool, dass es das gibt, weil eigentlich ist das ja auch so ein Punkt, wo man sagt, hey, man kriegt mal was, kann mal reinschauen, und ja, findet dann ja dadurch vielleicht auch einen Einstieg. Genau, und da sehe ich aber nur in den Großstädten, dass da die mitmachen. Also hier in Ahrensburg, also wir sind jetzt keine kleine Stadt und kein Dorf. Wir sind 40.000 Einwohner hier. Da ist es überhaupt nicht so. In Hamburg ist das so, da musst du halt nach Hamburg rein. Finde ich auch toll, dass sie das machen, aber man sieht es halt immer nur in den Großstädten. Ja gut, das stimmt natürlich, ja. Wie sieht es denn aus dann bei euren jeweiligen Blogs und eben auch auf eurem YouTube-Kanal, wenn ihr sagt, ihr wollt so ein bisschen für das Medium aufmerksam machen? Wie macht ihr das? Macht ihr das, ich sag mal, simple Rezensionen, wie ich sie zum Beispiel auch mache, wie der Nick sie auch macht? Oder geht ihr da ein bisschen ins Detail, schreibt vielleicht mehr so eine Art Kommentar? Was macht ihr da, um da ihr Comics eben auch vorzustellen? Fangen wir mal bei dir an, Lars, weil ich jetzt von deinen Videos noch nicht so viele gesehen habe. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, wie du deine Zuschauer und vielleicht auch neue Zuschauer auf Comics hinweist. Erstmal Schande über dich, du musst unbedingt mehr von mir Noch sehen. Nicht alle, sage ich mal. Naja, es ist höchst unterschiedlich. Also bei mir ist es so, dass ich Serien gezielt konsumiere, dass ich jetzt weniger Neues ausprobiere, als dass ich meine Stammserien habe, die ich probiere, bis ich selber das Interesse verliere. Budget ist hier die Frage. Es ist aber höchst unterschiedlich. Also wenn mir auffällt, dass zum Beispiel der Schreibstil, dass der Autor durchklingt, also da gibt es ja Namen, Brian Michael Bendis zum Beispiel, den ich sehr gut finde, der es geschafft hat, dass ich einen Bösewicht in jeder Faser meines Körpers gehasst habe, und das ist ein gutes Zeichen von einem Autor, dann weise ich auch darauf hin, dann bringe ich das so näher. Ich hoffe natürlich, dass meine eigene Begeisterung ansteckend ist, dass die Leute sehen, Mensch, er beschäftigt sich viel mehr damit, als er muss. Ich habe den Hintergrund, dass ich selber zeichne. Das heißt, ich weiß, wie schwer es ist, eine Figur zu entwickeln, halbwegs anatomisch was auf die Beine zu stellen. Und von daher würdige ich auch den Zeichenstil natürlich. Wenn ich jetzt sage, boah, das Artwork hat mich aber von den Socken gehauen, da kann ich mir jetzt hier das Panel an die Wand hängen, dann ist es so, dass ich dann auch darauf hinweise. Also mal kann es die Story sein, mal kann es die Zeichnung sein, mal kann es eine ganze Mischung davon sein. Also bei Deadpool jetzt auf Story zu achten zum Beispiel wäre sinnlos. Deadpool hat keine Story, der hat andere Qualitäten. Da ist es der Slapstick, der Witz, das Chaos, wo man sich dann drüber kaputt lachen kann. Wenn man es dann wieder ernster will, dann liest man halt was anderes. Und da gehe ich dann auch, wie gesagt, auf die Sachen ein, die jede Serie ausmachen. Aber generell ist es unterschiedlich. Was mich halt von den Socken haut, das lasse ich die Leute dann auch spüren. Ich zeige auch teilweise Bilder. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Ich scanne sie gerne mal ein und zeige wenigstens ein oder zwei Sachen, ohne Sachen zu spoilern, zu verraten, weil dann liest es keiner mehr. Ich will ja auch, Leute lest es und diskutieren wir drüber. Und ich habe auch kein Problem mit kontrovers zu sagen, ich finde, was weiß ich, den Daredevil-Film mit Ben Affleck gut, weil es wirklich so ist. Und ich würde mit jedem diskutieren, warum ich ihn gut finde, und würde akzeptieren, warum ihn jeder als den schlechtesten Film aller Zeiten bezeichnet. Und so würde ich es auch mit Comics machen. Jeder mag was anderes. Wenn wir alle dasselbe mögen würden, würden wir alle
My Little Pony gucken. Also und und bist genau, du, also so versuche ich es. Und bist du dann parallel dazu auch so aktiv wie die Damen hier in der Runde, dass du dann eben auf Instagram, Twitter, Facebook und Co. dann da auch viel machst, oder ist es ja nicht so deins? Ich versuche es. Also ich habe drei Plattformen, auf denen ich aktiv bin. Also zum einen der YouTube-Kanal natürlich, wo ich die Videos habe. Das sind zwei Sparten. Einmal Film, wo ich auch Comicfilme gerne vorstelle. Das passt in normale Videos nicht mehr rein durch diese 15 Minuten, die man da bloß hat. Dann habe ich den Blog. Da schreibe ich auch ganz gerne was, vor allen Dingen über Netflix-Serien oder halt, ja, was weiß ich, ob sich eine Serie jetzt verschlechtert hat. Man lässt dann auch mal den Frust los. Deswegen so ein Thema, was ihr vorhin angesprochen habt, dass man in Kleinstädten einfach nicht an die Sachen kommt, ist zum Beispiel auch was, das schreit doch danach, das mal in einem Blog zu beleuchten. Und dann natürlich Facebook als drittes, wo dann auch so einige Sachen dann, wo es dann auch bunt gemischt wird. Also ich versuche das alles ein bisschen auszuweiten. Ich bin aber beruflich viel eingespannt. Ich habe nicht immer die Energie. Ich mache das alles alleine. Nicht so wie manch andere, wie damals der Supercomic-Kanal oder so, wo die oder Nerdperium, wo die halt 5 Leute haben und die dann sich Arbeit gegenseitig abnehmen. Wenn ich mal keine Energie habe, dann kommt halt in dem Moment nichts. Deswegen. Ja, ist bei mir aber auch so. Schleppt sich immer so ein bisschen, aber wie im neuen Jahr, man hat dann Bock, dann wird man zu einem Podcast eingeladen. Das hilft auf jeden Fall. nur die Erreichbarkeit ist ein Problem. Trotz der 3 Kanäle, die ich habe, ist es so, dass im Durchschnitt vielleicht 20 bis 30 Leute meine Videos gucken. Vielleicht sollte ich vorher ankündigen, dass ich strippe. Vielleicht gucken das dann mehr. Vielleicht muss man irgendwo die Werbetrommel mehr rühren. Ich weiß es nicht, mehr in Foren unterwegs sein. Alles eine Frage der Zeit. Und mit manchen Foren komme ich nicht so gut zurecht, weil, wie gesagt, richtige Insider können manchmal auch etwas anstrengend werden, sage ich jetzt mal. Man muss es verstehen, dass man im Marvel-Forum jemand ist, der dann was über Superman fragt, weil er einfach nicht weiß, wer ist Marvel, wer ist DC. Das kann nicht jeder wissen. Da kommt irgendwer aus dem Kino und stellt halt eben blöde Fragen. Man kann ihn freundlich darauf hinweisen, aber Augenroll-Smileys und Bannungen oder was auch immer sind da nicht der richtige Weg, finde ich. Und deswegen halte ich mich von diesen Foren. Ich lasse es immer so ein bisschen auf Distanz auf mich wirken. Genau. Und hast du dann deine Kollegen jetzt speziell in der Blogsphäre oder eben auch die Comic-Tuber zum Beispiel? Es gibt ja auch wahnsinnig viele Filmrezensenten eben auf YouTube. Hast du da deine Kollegen in diesen Bereichen ein bisschen im Blick oder machst du mehr so dein Ding und versuchst dich da gar nicht beeinflussen zu lassen? Oh, ich lasse mich beeinflussen. Also bei Filmen ist es so, dass ich die Filmkritik mir angucke zum Beispiel sehr gerne. Also ich habe schon einige Sachen, wo ich gucke, wie lösen die das, wie machen die das? Und vor allen Dingen, dass ich es nicht genauso mache, weil sonst braucht mich ja keiner anklicken, wenn er dasselbe nochmal kriegt. Also ich gucke mir schon die YouTube-Kollegen an. Also ich gucke mir mehr die Videos an, als dass ich mir jetzt alle möglichen Blogs durchlese. Aber man guckt schon, was machen die anderen, was kann ich verbessern, wie sind die Qualitätsunterschiede, wo kann ich mich noch steigern. Okay, da bin ich mal sehr gespannt, auch mit den Klickzahlen, das ist natürlich immer so ein Thema, wie man auf sich aufmerksam macht. Man, je nachdem, was man will, muss man eigentlich erstmal eine so eine Stammkundschaft aufbauen. Es ist toll, wenn man wahnsinnig viele Abos hat, Abonnenten hat, die dann eben auch überhaupt auf die Idee kommen, einen anzuklicken. Denn man muss ja irgendwie auch gefunden werden in dieser großen Videosuchmaschine YouTube. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, vor der ja viele stehen. Und dann ist natürlich auch, sind die Comic-Videos im klassischen Sinne auch nicht unbedingt die du auf der Startseite angezeigt kriegst als Empfehlung. Das sind dann eher andere, wie ich das bisher. Das ist richtig. Ja, aber man muss halt, es wird wahrscheinlich nur über Foren oder Vernetzungen gehen, über Kollegen, dass man sich gegenseitig mal unterstützt und sich auch mal Videos teilt. Hier, schicke das mal mit, wenn das zum Thema passt. Weil ich glaube, wir sind alles irgendwo Kollegen. Also ich weiß nicht, ob da jetzt so viele so ein starkes Konkurrenzverhältnis haben, weil zumindest jetzt nicht in dem Bereich, wenn man das jetzt semi-professionell macht, also alles nur Freizeitgestaltung für einen ist, dann sehe ich das nicht so enge, wenn dann jemand dann mich unterstützen will oder umgekehrt. Naja, also dazu muss ich aber sagen, selbst wenn du professionell machst und oder machen willst, ist das auch falsch, wenn man Konkurrenzverhalten da an den Tag legt, weil du siehst das ja bei den ganz großen YouTubern, die 500.000 oder 1 Million Abonnenten haben, die machen sehr oft zusammen Videos, weil die eine Win-Win-Situation sehen. Die sehen halt eben, ja cool, wenn das Video bei dir auftaucht, dann sehen deine Abonnenten, dass ich auch existiere, und wenn das Video bei mir auftaucht, sehen meine Abonnenten,
dass du existierst. Das ist, man denkt dann halt eben so, ja, Win-Win-Situation. Du hast nichts Nachteiliges davon und ich habe nichts Nachteiliges davon. Deshalb verlierst du ja keine Abonnements. Und deshalb machen viele professionelle YouTuber das auch und viele professionelle Blogger machen das auch. Also die machen Gastbeiträge, Cross-Beiträge oder eine Freundin von mir, die hat einen Weihnachtskalender zusammen mit einer anderen Bloggerin gemacht. Also sie ist Fashion-Bloggerin und da haben die sich jeden Tag halt eben da abgewechselt. Tag 1 die Bloggerin, Tag 2 die Bloggerin und dann haben sie sich gegenseitig verlinkt, sodass nicht jeder 24 Tage machen muss, sondern nur 12 Tage. Weil zeitlich ist das eine riesengroße Herausforderung, jeden Tag sowas auf die Beine zu stellen. Und wenn du dann hauptberuflich noch tätig bist, schaffst du das einfach nicht. Und so teilt man sich die Zeit und man macht sich gegenseitig, also seine Abonnenten gegenseitig aufeinander aufmerksam. Und das ist immer eine Win-Win-Situation. Und deshalb finde ich das schade, dass auch viele YouTuber oder viele Blogger auf diesen Alleingang unterwegs sind und sich so abschirmen von den anderen Leuten und sich dann wundern, warum sie nicht weiterkommen. Na, wir hatten das ja auch in unserem YouTuber-Special, das die Tage erschienen ist, auch thematisiert mit den ganzen YouTubern, dass natürlich diese von dir angesprochenen, ich habe es Team-Ups genannt, also Crossover zwischen den einzelnen Kanälen, natürlich wahnsinnig viel bringen. Aber du hattest jetzt gemeint, das gäbe es in einzelnen Blogs auch, vor allem in größeren. Jetzt auch mal gezielt an dich, also ich muss sagen, jetzt so im Comic-Blog oder Nerd-Blog-Bereich sind mir Crossover in der Form noch nicht aufgefallen. Kennst du da irgendein Beispiel? Nee, also ich muss also gestehen, Joanna, also Heldin in Strumpfhose, habe ich schon lange auf dem Bildschirm gehabt, soweit ich wollte sie auch schon mal ansprechen. Oder ich habe auch Nerdfee, es gibt Nerdfee, eine Bloggerin, die auf Facebook angefangen hat zu bloggen und jetzt auch einen Blog gestartet hat, die habe ich auch schon mal angesprochen. Es ist halt auch eine Zeitfrage. Ich habe auch einige Anfragen bekommen über Gastbeiträge, auf anderen auch Technik- und Unterhaltungsblogs und einen Kunstblog gab es da auch. Da wollte ich auch was über Comics schreiben, wegen der künstlerischen Seite. Das ist alles in Planung. Also Cross-Posting mache ich selber demnächst auch, also Gastbeiträge. Ist halt auch eine zeitliche Frage, weil ich kann, wenn ich meinen eigenen Blog irgendwie nicht mit Content füllen kann, Frage, kann ich nicht dann schon jetzt über Gastbeiträge nachdenken. Andererseits ist es aber auch so, dass ich ja Bruno von dem YouTube-Kanal Blante auch schon auf meinem Blog habe schreiben lassen, der dann auch gleichzeitig auch seine Videos verlinkt hat oder ich seine Videos. So helfe ich ihm, dass ich auf meinem Blog seinen Kanal ein bisschen bewerbe. Den Kanal von Katz habe ich auch auf meinem Blog beworben, um ihn ein bisschen zu unterstützen und zeitgleich auch einfach meinem Publikum eine Möglichkeit zu geben, sich auch Videos anzugucken über Comics. Vielleicht gucken die sich halt lieber Videos an oder wenn da schon im Titel steht, Top 10 Sidekicks oder Comic-Sidekicks, dann interessieren sie sich dafür, gucken sich das an. Und ja, also ich versuche halt ein bisschen auch meinem Publikum so ein bisschen zu helfen und wie gesagt, die Comic-Schiene ein bisschen anzupreisen. Es geht mir jetzt immer nicht darum, irgendwie jetzt voll die geilen Klickzahlen zu erhalten oder immer mehr Abos zu bekommen, sondern ich möchte wirklich auch den Leuten so meine Vision und meine Leidenschaft näher bringen. Und da unterstütze ich auch gerne andere Kanäle. Und ich poste auch auf Facebook auch mal Links zu anderen Blogs. So hier, guckt euch da meine Kollegin in Anführungsstrichen halt mal an. Es gibt auch einen Blog, der nennt sich Nerdgedanken. Es ist eine, die Gloria, die betreibt den Blog und die Gloria kenne ich schon über ein Online-Spiel schon, glaube über 10 Jahre. Und sie hat dann auch später den Blog gegründet und hat mich auch so ein bisschen inspiriert und die denke ich dann auch mal, ne? Das ist. Ja. Es ist ja letztlich vor allem auch dann doch irgendwie noch ein Hobby, denn wir sind hier ja auch ein Hobby-Podcast. Und die Frage ist natürlich, warum sich die einzelnen Leute nicht zusammenschließen. Ich habe das Gefühl, in vielen Bereichen, seien es die YouTuber, seien es die Blogger und ein Stück weit ja auch die Podcaster, macht jeder so sein Ding. Jeder macht seinen Blog, seinen Kanal und muss dann individuell für sich Werbung machen, muss für sich seine Community pflegen und hat immer den kompletten Aufwand. Allein schon die technische Betreuung von so einem Blog ist ja auch wahnsinnig aufwendig und darf nicht unterschätzt werden. Warum schließt man sich nicht einfach zusammen? Warum muss man immer seinen eigenen Blog aufmachen oder seinen eigenen Kanal? Habt ihr da Ideen? Ich denke mal, bei mir ist es diese räumliche Geschichte. Also gerade bei Videos kann ich mir vorstellen, also ich habe versucht schon mit einigen zusammenzuarbeiten. Da ging alleine schon, also ich habe fürs Nerdperium, da mache ich auch hin und wieder mit.
Und da ist es so, dass die Leute überall in Deutschland verteilt sind. Man kommt nicht zu den einzelnen Leuten. Es wäre geil, vor der gleichen Kamera zu stehen. Das wäre schon mal was Schönes. Und das geht halt nicht immer. Und jeder hat andere Technik. Da geht es dann los, wer hat welche Webcam. Der eine hat gar keine, sitzt dann mit dem Tablet vor der Stirn. Und das wird dann halt sehr schwierig, einen qualitativen, gleichen Fluss hinzukriegen, dass das wirklich wie aus einem Guss wirkt, wenn man das zusammenschneidet, wenn man jetzt nicht nebeneinander steht. Deswegen finde ich, habe ich schon überlegt, so vielleicht eher einen Podcast zu machen, also so wie du das machst im Sinne, da ist ja diese räumliche Sache sofort überbrückt. Das ist immer eine Funktion. Und das mit den Bloggen, da sieht man ja auch nicht, woher die kommen. Ne? Schickt man per E-Mail oder wie auch immer das Dokument rüber und dann wird das dann eingepflegt. Sowas würde gehen. Aber bei Videos stelle ich es mir halt, wie gesagt, allein von der Technik her sehr schwer vor. Wir sitzen ja auch gerade mit einer über die Xbox, der nächste über einen Vista-Rechner und so weiter. Also es ist auch der technische Hintergrund, der zumindest noch dazu kommt. Und wie gesagt, die lokale Trennung, die zumindest bei Videos es mir schwer macht. Ich würde so gerne mit anderen zusammenarbeiten, dass ich keine Monologe führe, sondern dass es richtige Gespräche sind, weil da kriegt man richtig viel Inhalt. Ne? Also das, deswegen, das ist das Problem, was ich da sehe. Ich weiß nicht, wie es den anderen da geht. Ja, also ich meine, ich betreibe das zwar nicht, also weder am Blog noch mache ich YouTube-Videos, aber ich finde die Vor- und Nachteile oder den Tod, den man sterben muss, das ist ja, liegt ja eigentlich auf der Hand. Ne? Ich meine, das YouTube-Video ist immer noch, glaube ich, das mit der größten Reichweite, wenn man es gut macht. Ne? Dieses, man hat 10 bis 15 Minuten Clips, verpackt man da das, was man da halt präsentieren möchte. Man hat ein Gesicht, man sieht was, wenn man irgendwie da technisch versiert ist und das Auge fürs Maß hat, dann kann man das ja auch audiovisuell noch ein bisschen verfeinern, irgendwie einen kleinen Effekt oder sowas. Und das ist ja das, was auch am bequemsten zu konsumieren ist, letztendlich. Oder was wahrscheinlich die meisten anspricht. So ein Podcast von 2 Stunden, da musst du erstmal die Zeit für aufbringen. Ne? Dann ist ja auch die Frage, wo konsumierst du das? Klar, im Autofahren, das ist ja auch schon besprochen worden, da ist das mit dem Podcast wahrscheinlich besser als ein YouTube-Video, alleine für die Verkehrssicherheit. Aber zu Hause, glaube ich, oder unterwegs, wenn man in der Bahn sitzt. Also ich persönlich muss auch sagen, ich höre zwar mittlerweile hin und wieder einen Podcast rein, aber so ein 10 bis 15 Minuten Clip auf YouTube, das ist halt einfach viel schneller konsumiert. Dann sitzt da im besten Fall noch jemand, den man irgendwie auch sympathisch findet. Ja, also es ist ja mal, ich glaube, in einer anderen Sitzung hatten wir das, glaube ich, auch mal angerissen. Es ist ja mit ein bisschen Ironie gemeint, aber es ist ja auch Fakt, jemand, der nach einem gewissen ästhetischen Empfinden sehr gut aussieht, der wird auch eher angeklickt, ne? Das ist auch so. Und das sind alles so Sachen, da ist der Podcast dann, da hat er vielleicht ein paar Nachteile. Dafür natürlich die räumliche Situation, die da keine Rolle spielt. Ich halte es auch für schwierig, in einem Video 2 verschiedene Leute reinzuschneiden. Also ich habe gerne mal auf, es gibt ja auch so eine Community auf YouTube, die nennt sich BookTube. Da reden halt Leute hauptsächlich über Bücher. Da bin ich auch viel unterwegs, weil ich sehr gerne auch Bücher lese neben Comics. Und die machen auch immer mal wieder so Live-Streamings. Und das, muss ich sagen, ist qualitativ nicht so geil. Das ist also schon nicht technisch bedingt, ja. Genau, klar. Sicherlich, wenn man, das sind auch alles, ich sag mal in Anführungszeichen, Amateure, ne? Also ich sag mal, wenn das jetzt alles mit einer ganz tollen Kamera und ein bisschen mehr Know-how gemacht wird, sieht es vielleicht auch besser aus, aber ich finde halt, man hat unterschiedliche Kameraperspektiven, dann wird das, Moderation muss dann funktionieren. Muss ich sagen, habe ich bisher zumindest noch nicht so gesehen, dass ich sagen würde, ja, das möchte ich gerne öfters so sehen. Wenn uns wirklich 2 Leute vor der Kamera, vor der gleichen Kamera sitzen, ist das was anderes. Das finde ich teilweise echt, echt gut. Darf ich noch was zu... Achso. Ja, los. Leg los. Achso, ja, ich wollte was zu dem Zusammenarbeiten und Projekte zusammen machen noch was sagen. Es gibt ja YouTuber, die auch noch nicht so eine große Reichweite haben und die trotzdem halt Videos zusammen machen. Die treffen sich vielleicht mal zu einem bestimmten Termin und die fahren dann wirklich quer durch Deutschland und machen das. Das ist natürlich eine finanzielle Frage. Kannst du das jetzt machen? Also als Teenager war ich früher auch irgendwie mit Mitfahrgelegenheiten unterwegs oder bin mit dem Bus gefahren. Im Prinzip geht das immer, wenn man das möchte. Und dann kann man das zu Termin machen, dass man vielleicht mal 1 oder 2 Videos macht mit 3, 4 Leuten. Oder man macht an dem Tag, was ja auch viele die Tipps gegeben haben, dass man an einem Tag oder an einem Wochenende wirklich irgendwie 4 Videos oder so aufnimmt, also von dem Material her, und das dann im Nachhinein dann halt von einer Person oder von mehreren Leuten dann halt geschnitten wird.
Und das könnte man halt eben machen. Und dann denke ich aber auch, wenn man jetzt Podcast oder einen Blog oder einen YouTube-Kanal hat, ich finde, wenn man jetzt in einem Bereich wachsen möchte, sollte man in diesem Bereich auch bleiben, weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, es bringt jetzt nicht so viel, jetzt auf YouTube zum Beispiel einen Blog zu bewerben, weil der YouTuber, also der normale Zuschauer, will halt eben Videos sehen. Der hat jetzt weniger Lust, jetzt auf eine Seite zu gehen und sich dann einen Text durchzulesen. Oder der Bloggerleser, der liest jetzt gerade, weiß nicht, vielleicht sitzt er sogar auf seiner Arbeit und sollte eigentlich arbeiten und surft dann irgendwie im Internet rum und liest dann gerade einen Blog und er kann aber jetzt kein Video gucken, weil er halt eben keinen Ton anmachen kann. Ne, das sind dann halt eben so Sachen, wo du denkst, ich will jetzt lesen, ich will jetzt Video gucken oder ich will einen Podcast hören, weil ich gerade im Auto sitze. Deshalb denke ich immer so, dass die Podcaster sich untereinander unterstützen sollten, die YouTuber unterstützen und dann die Blogger gegenseitig unterstützen sollte. Also dass dieses Feld immer so ineinander bleiben sollte. Ja. Okay, also ich aber dann trotzdem nicht ignorieren. Also das ist natürlich toll. Natürlich. Ja, also immer, ich habe ja auch YouTube-Videos verlinkt auf meinem Blog natürlich. Ne? Ja, ich habe es gesehen. Du hattest, glaube ich, mal diverse Kanäle auch verlinkt zu Vereinsteiger, die quasi in dieses YouTube-Geschehen auf der Comic-Seite mal einsteigen wollten. Da habe ich auch einen Artikel von dir gesehen. Da gibt es also noch viel und ich hoffe auch, also dass es irgendwie klar wird, dass all diese Leute, egal welches Medium sie jetzt nutzen, um Comics da zu besprechen, im Endeffekt dieses Medium Comic lieben und dafür auch eine gewisse Liebe eben zeigen wollen. Und ich denke, dass das im Regelfall auch ganz gut ankommt beim User oder beim Hörer, beim Leser, je nachdem, wer das dann im Endeffekt da hört. Das Thema würde ich an der Stelle hier, weil man das, glaube ich, einfach selbst in einem kompletten Nachmittag nicht erschöpfend besprechen könnte, hier erstmal mit quasi eine Klammer setzen und das hier zumindest für den heutigen Tag beenden wollen. Denn wir haben ja natürlich noch eine Besonderheit bei uns. Denn bei Comics ist es häufig so, dass gefühlt die Leserschaft sehr maskulin ist. Das heißt also, wir reden häufig von Superhelden-Comics ja auch, weil das natürlich einfach die Masse der Comics darstellt, zumindest gefühlt. Wir haben ganz oft einfach Typen, die dann sich vor die Kamera setzen, was dazu sagen. Wir haben Typen, die sich vor ihren Laptop setzen und da was tippen. Wir haben aber nicht so oft die Gelegenheit, uns auch mal mit Comic-lesenden Frauen zu unterhalten. Und wenn wir da einmal so zwei Expertinnen hier am Start haben, dann würde mich das schon mal interessieren, wie so eure Perspektive ist. Man hört ja häufig schon, dass das Frauenbild speziell jetzt in diesen klassischen Superhelden Comics natürlich nicht das Beste ist, das ist vielleicht eine Wahrnehmung, die der einzelne Leser nicht unbedingt immer hat. Häufig sind die Klamotten eng, die Proportionen unverhältnismäßig und es mangelt nicht an Rundungen bei den weiblichen Darstellerinnen und Superheldinnen. Was ist denn so euer Eindruck aktuell? Wie ist das Frauenbild in Comics und gibt es vielleicht irgendwie eine Trendwende oder sowas? Habt ihr da irgendeine Beobachtung, die ihr machen könnt? Joanna, fangen wir mal bei dir an. Hast du da irgendwie so einen Eindruck, wie so der aktuelle Sachstand ist? Boah, ich finde, es ist krass unterschiedlich, so auch in der Wahrnehmung. Also zum einen habe ich das Gefühl, dass gerade so ein bisschen der Trend dahin geht, Frauen mehr reinzubringen. Also allein schon die Tatsache, dass jetzt Thor ist ja, ne, Thor und Wolverine, dass die quasi umgeswitcht worden sind. Also dass man da wahrscheinlich dachte bei Marvel, Mensch, wir brauchen mal ein bisschen mehr Frau hier. Und das dann, ich glaube auch ein bisschen wahrscheinlich auch in den Schlagzeilen beschließen, was ja bei den Lesern auch nicht immer so geil ankommt. Also ich, gerade jetzt bei Thor, also ich finde jetzt Jane super als Thor, ich lese die Serie voll gerne, aber also ich habe ganz viele Kommentare gelesen, dass das viele Leser richtig kacke fanden und ich denke mir dann auch manchmal so, na, Marvel, musst du denn eine beliebte Figur gleich so ummodeln? Also ich meine, man kann ja auch andere Sachen, also andere Frauen vielleicht neu erfinden, erschaffen oder mal wieder aus der Kiste holen. Genau. Ja, und man muss ja nicht immer alles gleich so ummodeln. Manchmal geht mir aber auch ein bisschen auf den Sack. Also manchmal nervt mich auch ein bisschen, dass man das Gefühl hat, dass es so ein Trend ist, der dann aber auch nicht so wirklich vielleicht mit Tiefe gefüllt wird. Zum Beispiel Star Wars ist jetzt ein Beispiel, hat aber auch mit Comics zu tun. Das ist zum Beispiel Kevin Fassner. So. Fand ich super cool. Also ich war irgendwie so, mein Gott, wer ist diese Frau? Dieser silbernen, scheinige Rüstung, ich möchte mehr über sie erfahren. Und ich habe mir jetzt extra es gibt jetzt ja drei Star Wars Comics, die ja auch extra, da steht Captain Phasma, auch dick am Cover und es sind drei Teile nur über sie.
Und den habe ich mir jetzt geholt und habe mich total gefreut, weil ich dachte so, ja, ich werde jetzt mehr über diese coole Socke erfahren. Und ja, also, nee, irgendwie nicht. Aber mehr als in den Filmen wirst du da erfahren. Das ist aber auch nicht schwer. Ja, aber irgendwie, also dann habe ich extra nochmal bei Wikipedia auch mal reingelesen, so, ja, woher kommt die jetzt und was war da los? Und dann habe ich irgendwie gelesen, so, ja, dass die Rüstung ja eigentlich für Kylo gedacht worden war, dass dann aber irgendwie der Regisseur meinte, nein, auf gar keinen Fall. Und dann, oh, was machen wir damit? Sie könnte der Beste der Stormtrooper sein. Und dann kam die Idee mit der Frau, und wo ich aber auch das Gefühl habe, so, ja, aber... Also ich weiß nicht, also ich habe jetzt gesehen, es gibt jetzt noch einen Roman, wo irgendwie ihre Herkunftsgeschichte so ein bisschen aufgedröselt wird, warum sie jetzt so ein harter Knochen ist, der sie halt ist. Und jetzt überlege ich ernsthaft, dieses Buch zu lesen. Also ich habe noch nie ein Star Wars Buch gelesen, aber ich hätte so Bock mal, was über sie zu erfahren. Aber ich weiß auch noch nicht, ob das so richtig durchdacht worden ist. Also ob das nicht so, hey cool, wir machen eine Frau draus, ja, aber ob da jetzt so wirklich Inhalt hintersteckt. Und das noch ein Punkt, der mir immer so das Herzchen schwer macht. Also manchmal, wenn man so Comicfiguren so gern hat, wie zum Beispiel Catwoman, und manchmal mit ansehen muss, wie die über ganze Strecken auch ein bisschen verschandelt werden. Also warum? Erzähl mal. Weil also, ich kenne auch die Comic-Reihe, also die aus der New 52-Reihe habe ich auch angelesen. Die habe ich dann irgendwann aufgegeben. Also mein Höhepunkt einfach bei Catwoman war halt von Brubaker. Also die Reihe, die fand ich richtig gut, und da war sie einfach die coolste Socke auf der ganzen Welt und ich war ein großer Fan. Und dann kam halt New 52, da waren schon auf den ersten drei Seiten, der große Skandal, sie hat Sex mit Batman, huiuiui, und also ich dachte, ja, mein Gott, es ist jetzt nicht überraschend, dass die da mal was miteinander haben, aber also es war irgendwie so sehr sexualisiert, und dann war der Reißverschluss natürlich nochmal 3 Zentimeter weiter unten, und da war ich echt so, oh, wirklich, really? Also das fand ich schon ein bisschen doof, und also ich habe schon das Gefühl, dass es manchmal auch so, ich habe auch mal einen Artikel darüber geschrieben, wo ich auch also echt auch ein bisschen Hate bekommen habe von männlichen Lesern, wo ich auch dachte so, naja, ich habe Bilder reingemacht, die das belegen, also wo ich auch ein bisschen geschrieben habe, das bei Katana zum Beispiel, ich meine, das ist ja die zugeknöpfteste Frau, die es eigentlich so gibt, wenn man jetzt mal von den Ursprüngen her sich das anschaut, und dann gab es auf einmal einen Comic, wo sie sich da halb auszieht, auf einmal da im Unterhemd dasteht und dann die Brüste da so halb rausgucken, wo ich echt dachte, ey, warum? Es hat einfach null mit der Rolle. Also ich habe überhaupt nicht gesagt, einer irgendwie Hotpants hat, weil es irgendwie, weiß nicht, zum Kostüm gehört oder wie auch immer, die sollen auch alle hübsch aussehen. Aber also wenn es dann so ganz offensichtlich, wenn das Kostüm, wenn da am Stoff gespart wird. Oder Starfire. Ne? Ja, zum Beispiel. Aber also, ne, wenn es dann halt einfach Figuren, die einfach einen schicken Latexanzug anhaben, ich denke, ja, das ist also ein hautenger Latexanzug, hallo. Ich meine, das ist ja schon ziemlich erotisch, aber wenn dann noch, wie gesagt, noch der Reißverschluss noch weiter runtergeht und auf einmal nicht mal der Anzug da sein darf, dann nervt es mich halt echt. Aber andererseits wiederum finde ich es halt auch, gerade bei Marvel finde ich, dass die da halt echt coole Frauen auch so ins Spiel gebracht haben, und bei DC ist ja auch nicht immer alles, also ich will ja auch gar nicht immer so auf DC rumreiten, aber zum Beispiel würde ich da schon wünschen, dass jetzt Catwoman in der aktuellen Tom King Batman-Serie, finde ich Catwoman auch super, also da mag ich sie auch wieder und dachte mir, oh Gott sei Dank, hat sie mir jetzt wiedergegeben, aber trotzdem würde ich mir zum Beispiel auch eine richtig coole Catwoman-Serie wieder wünschen. Da frage ich mich so, wo ist die? Und suchst du denn eigentlich die Comics denn also jetzt wirklich raus, weil das eben explizit Frauen sind, oder weil du sagst, okay, du hast jetzt coole Socke bezeichnet, weil der Charakter per se dich interessiert? Naja, also ich meine, ich bin ja eine Frau. Also ich glaube schon, dass ich meine, also Identifikation ist ja so ein sehr hochgestochenes Wort, aber ich glaube schon, dass wenn man jetzt den ganzen, also dass man sich dann natürlich schon freut, auch als Frau, wenn man weibliche Helden hat und die halt auch vielleicht mal ein bisschen, also über eine Jessica Jones habe ich mich gefreut wie ein Schnitzel. Weil es halt einfach, also auch da muss man halt sehen, Batman, hier Anti-Held und also das ist ja auch kein, also ne, den gibt's, den haben ja alle schon seit Jahrzehnten und es ist ja voll toll. Aber dass man dann also dass so eine Jessica Jones ist, die eine Serie kriegt zum Beispiel, das hat mich super gefreut. Ich dachte so, yay, die ist halt auch einfach mal ein bisschen anders und da hat auch mal ein paar Facetten mehr, die man da, also auch jetzt bei einem Star Wars Film, ich meine, das wird ja auch ein bisschen Kalkül sein von Disney, aber dass da jetzt auch so viele Frauen einfach drin sind. Oder auch wenn man jetzt, bei dem aktuellen auch, dass da einfach in fast jeder Einstellung, wenn man auch mal so drauf achtet, irgendwie auch bei den Piloten und im Hintergrund und die Mechanikerin, also da sind viele Frauen einfach. Und ich merke dann aber, wenn ich im Kino sitze, auf einmal so, Mensch, hier gibt es aber ganz viele Frauen im Bild.
Und dann wundert mich, oh Moment, es fällt mir auf. Das heißt, sonst ist es anscheinend ja nicht so. Also das finde ich auch so interessant, dass einem das zwar positiv auffällt, aber man dann ja auch wieder drauf kommt, eigentlich ist es sonst nicht so. Aber ich finde es gut. Also mir gefällt das. Was sagst du zu einem Charakter Bad Girl? Also die aktuelle Serie finde ich okay. Ich fand die davor aber besser. Ja, das muss ich zustimmen. Wobei ich die aktuelle Serie nicht so okay finde. Ja, mit aktueller Serie also, meint ihr die, wo sie in Burnside ist? Oder meint ihr noch das davor? Burnside und Rebirth jetzt, ja. Okay, weil das ja generell mit dem neuen Kostüm und dieser Teenie-Thematik und so sehr umstritten. Ja, ja also wenn Joanna fertig ist, würde ich dann tatsächlich mal was dazu sagen wollen. Ja, gern. Ja, genau, also ich habe ja angefangen 2016, wie gesagt, und ich bin direkt nach Batman, also ich habe mit Batman Hush angefangen, ein paar Batman-Comics gelesen und dann bin ich auf Batgirl aufmerksam geworden, weil ich wusste tatsächlich bis zu einem bestimmten Jahr nicht, dass es so eine Figur wie Batgirl gibt. Ich war damals sogar als sechsjähriges Mädchen, habe ich mich als Batman verkleidet, weil ich wusste ja nicht, dass es Batgirl gibt, also war ich Batman. Zum Fasching war das dann damals. Ja, und ich war total begeistert. Cool, wer ist das? Woher kommt die? Ist das die Frau von Batman? Ist das die Tochter von Batman? Wer ist das? Und habe ich auch ein bisschen gegoogelt und dann habe ich dann zuerst die New 52-Reihe Batgirl gelesen, die mit den tollen Zeichnungen und ich war mega begeistert. Es wurde dann sofort einer meiner Lieblingscharaktere. Und ich fand die Serie echt sehr, sehr schön, auch tiefgründig, Hintergrund und so weiter. Und was ich halt auch toll finde, man sieht ja bei vielen Figuren oder bei vielen Bildern im Internet weibliche Superheldinnen, die dann voll die hohen Schuhe anhaben mit bestimmt 15 cm Absätzen und so weiter und in diesem Comic hatte sie halt ganz normale Stiefel an, ne? So auch wie in der Catwoman 52-Reihe, die hatte auch ganz normale Stiefel an, weil ich denke mir so, wie willst du mit solchen Absätzen kämpfen, wie die Catwoman in The Dark Knight, in der Dark Knight-Reihe, ne? Da, wo sie dann auch mit solchen Absätzen rumlief und das finde ich halt realistisch und ich finde das toll und hab mir das angeguckt, ja, und durchgelesen. Dann kam die Batgirl Burnside-Reihe und Rebirth-Reihe jetzt, die neue. Und da hat sie ein ganz anderes Outfit. Die Zeichnungen sind ganz anders, ein bisschen einfacher gehalten. Nicht mehr so ernst und brutal, würde ich jetzt sagen, wie jetzt in der New 52-Reihe. Und man merkt halt auch, ich wollte auch zu Catwoman was sagen, man merkt halt eben, dass jede Reihe irgendwo eine andere Zielgruppe hat. Also ich merke halt eben, die neue Reihe scheint nicht mehr so das erwachsene Publikum anzusprechen, sondern tatsächlich eher so die jüngere Mädchenreihe, weiß ich nicht, 12 bis 18 oder so, keine Ahnung, die vielleicht auch in eine im Comic-Bereich einsteigen wollen. Oder dass vielleicht die Eltern sagen, die Comics gelesen haben, dass sie dann ihren Kindern dann diese Comics vorlegen können. Weil du kannst keinem Kind diese Joker-Reihe vorlegen aus der New 52-Reihe, wo es dann Mord und Totschlag gab und wo Joker halt als Psychopath sämtliche Leute umgemordet hat und Teppiche aus Leichen geknüpft hatte. Das kannst du keinem Kind vorlegen. Und deshalb denke ich, dass einfach dann DC sich überlegt hat, okay, wie kannst du Kindern die Comics nahebringen oder junge Mädchen oder junge oder Jungs, keine Ahnung, dass die dann halt später dann zu den etwas härteren Comics zugreifen können. So, da hatte ich das Gefühl, und bei Catwoman hatte ich das Gefühl, dass tatsächlich auch die Zielgruppe dann eher die, weiß nicht, die etwas mehr auf die erotische Schiene bisschen mehr da in die Richtung lesen wollen, so was ein bisschen angedeutet ist, also sehr erwachsen und etwas sexualisiert und denke ich mir so, okay, das finde ich jetzt nicht schlimm, ich fand es nicht schlimm, also ich muss sagen, ich bin eigentlich eine richtige Feministin, aber ich finde es nicht schlimm, wenn halt eine Frau halt zu sich steht und sagt, ja, weiß ich nicht, ich mag Sex und ich mache das jetzt mal mit Batman, weil ich jetzt Bock drauf habe, ne? Soll sie es doch machen. Auch Starfire, ich habe ja auch Red Hood und die Outlaws, das erste Band gelesen, wo ich ja so viel Geld jetzt fürs zweite Band ausgegeben habe. Da kam auch sehr viel von Starfire vor, die ja auch irgendwie nur einen Hauch aus Stoff irgendwie trägt und mit ihren mega Brüsten und Taille und braune Haut und ja, also eigentlich voll das,
ja eigentlich Sex pur, ne? Und sie sagt dann aber auch in dem Comic, ja, wenn sie jetzt Bock hat, mit jemandem zu schlafen, dann fragt sie einfach, hast du Bock mit mir zu schlafen? Und dann tut sie es, weil sie da jetzt Bock drauf hat, ne? Und wiederum sagt dann aber Jason Todd, ja, das ist halt nicht mein Mädchen, das Mädchen kann machen, was sie will, und dann ist es aber auch keine eifersüchtig. Das ist halt der Aspekt der freien Liebe. Und ich meine, wir sind im Jahr 2018 jetzt mittlerweile angekommen. Es gibt tatsächlich einfach Menschen, die den Aspekt der freien Liebe halt eben unterstützen und machen und tun. Und ich glaube, das kommt jetzt auch in den Comics halt auch vermehrt vor, dass es halt eben gibt. So gesehen, ja, auch diese ganzen weiblichen Charaktere, auch Batwoman. Ich habe eine Freundin, die ist total Batwoman-Fan hier. Wie heißt sie? Kate Kane heißt sie, glaube ich. Ja. Ja, genau. Und sie steht halt eben voll, bin ich noch im Chat? Durchaus, ja. Ja, genau, ich hatte eben gerade nicht geklickt. Sie steht halt eben auf Frauen, sie ist halt eben lesbisch, und das konntest du halt in der Zeit in den 60ern oder 50ern halt eben auch nicht machen, ne? Und heute ist das halt was ganz Normales, und die Freundin von mir, sie steht halt eben auch auf Frauen und sie liest auch Comics, und es ist halt irgendwo auch so ein Vorbild. So, sie liest halt diese Art von Comics sehr gerne, weil sie sich damit auch irgendwie so ein bisschen identifiziert fühlt. Und ich finde diese ganzen Frauenhelden sehr, sehr interessant, weil die Frauen wissen halt, was sie wollen. Sie machen das und sie lassen sich davon niemanden reinreden. Und es gibt leider heute, obwohl wir im Jahr 2018 angekommen sind, gibt es leider immer noch Frauen, die sich immer von anderen in ihr Leben reinreden lassen. Und das kannst du doch nicht machen. Und die Gesellschaft gibt das und das vor. Und wenn du das machst, musst du halt mit den Konsequenzen rechnen. Und dann bist du selbst schuld und so weiter. Und diese ganzen Superhelden in den Comics, die zeigen einen halt eben auch, nee, es muss aber nicht so sein, ne? Und klar sind das alles ein bisschen übernatürlich und ein bisschen unrealistisch, aber wenn du zwischen den Zeilen liest, dann liest du halt von selbstbewussten Frauen, die wissen, was sie wollen, und die damit auch zufriedener sind, und die machen einfach ihr Ding. Und das finde ich halt so bewundernswert. Und ich finde auch dann nicht schlimm, wenn es so eine Catwoman-Reihe gibt. Und klar, wenn dann die Batgirl-Reihe sich jetzt ein bisschen verändert hat, ich finde es nicht schön. Ich bin dann wohl nicht mehr diese Zielgruppe. Dann sind es halt eben, es ist eine andere Zielgruppe. Und ja, wenn es dann solche Helden gibt wie Batwoman und die einfach sagen, ja, ich stehe dann halt eben auf Frauen und mache dann jetzt auch mein Ding, das finde ich auch super. Wenn ich dich richtig verstehe, ziehst du jetzt also ein positives Fazit. Du bist also insgesamt schon der Meinung, dass das Frauen ganz positiv oder ganz gut dargestellt werden in aktuellen Comics. Sehe ich das richtig? Weil ich ja jetzt, Johanna hatte ja das Beispiel angeführt mit Katana, die zu wenig Klamotten kriegt oder ein neues Kostüm mit deutlich mehr Haut zeigt, was jetzt eher insgesamt so ein bisschen so ein negatives Fazit war. Dein Fazit wäre eher positiv, oder verstehe ich dich falsch? Ja, also ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, wenn halt mehr Haut gezeigt wird. Wobei, ich finde, das kommt in Comics dann halt eben schon so rüber, dass die Frau das dann aber auch so will und nicht, dass dann irgendjemand meint oder irgendjemand Höheres meint dann eben so, du musst das jetzt tragen, sondern die Frau will das halt eben so. Es gibt ja auch im realen Leben halt Frauen, die sich so und so kleiden, und es ist einfach oft in dieser Zeit out. Also es ist out zu sagen, so, du musst dich jetzt so kleiden oder du musst jetzt so aussehen, weil es die Gesellschaft so vorgeht, weil es ja dieses Body-Shaming ist. Und ich sehe das dann halt eben so, wenn ich habe jetzt, also Katana habe ich nicht gelesen, ich habe jetzt Starfire zum Beispiel, das ist halt das perfekteste Beispiel, die trägt ja so gut wie gar nichts. Und sie wollte sich dann, also sie will, sie steht dazu, sie will sich halt eben so kleiden, und dann in dem nächsten Kapitel trägt sie dann aber wieder eine komplette Rüstung, weil sie dann auch im All unterwegs ist und weil das halt eben technisch halt jetzt gerade so notwendig ist, das zu tragen. Also man trägt halt eben das, was halt gerade eben nötig ist zu tragen, und nicht, weil das der Leser jetzt unbedingt so sehen will. Genauso sehe ich aber auch, dass wenn ich Comics lese und da halbnackte Männer rumlaufen mit freiliegenden Nippeln und muskulösen Körper, die sind ja sowieso immer alle muskulös, die Männer. Und keiner macht Sport. Keiner trainiert, ja, du siehst sie nie trainieren. Naja, doch, also die ganzen Helden, die sind ja schon deshalb ja schon sportlich, weil sie ja, weiß ich nicht, also Batman sehe ich jetzt auch zum Beispiel trainieren, oder Catwoman habe ich auch trainieren gesehen in dem einen Comic, wo sie dann in ihrem Gymnastikraum dann da ihr Hüpftraining da gemacht hat. Also die Frauen sind ja auch muskulös, es sind ja keine, ich weiß nicht, wie die Frauen in den älteren 60er Comics aussahen, ich habe da nicht so viele Comics aus der älteren Reihe gelesen, die sind ja auch sehr muskulös und sahen aber mehr wie Pin-Ups aus.
Also die alte ja. Wonder Woman Beispiel, so groß war die Oberweite nicht, wenn man die Anfänge sieht, aber sie war so dieses typische Plakatfrau, diese Pin-Up-Girls halt, lange Beine. Da waren aber auch die Helden noch nicht so muskulös. Das hat sich alles erst so, ich glaube, in den 80ern so ganz stark ausgeprägt, dass die riesen Muskeln haben. Wenn du den alten Superman oder Batman siehst, die hatten die Statur von Captain Kirk, also mehr war es nicht. Ja, genau. Und zum Beispiel Batgirl, die hat halt auch, was ich auch noch zum Äußeren sagen wollte, Batgirl trägt ja auch eine Rüstung halt komplett. Die ist dann halt schon zuknöpft, wobei Wonder Woman halt ihr Röckchen und ihr Oberteil da trägt. Und man merkt halt eben, ja, Wonder Woman, die braucht das halt eben nicht, weil die dann irgendwie so auch so unverwundbar ist. Was soll sie denn da eine Rüstung tragen? Und Batgirl trägt dann da ihre Kevlar-Rüstung, damit sie da nicht erschossen wird. Das ist also, ich finde schon, dass das ganze Aussehen und die Rüstung schon einen Sinn haben. Starfire braucht auch nicht unbedingt voll diese Rüstung tragen, weil sie halt super mächtig ist mit ihren magischen Alien-Fähigkeiten. Und also ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, und ich finde, so wie die Frauen jetzt heutzutage dargestellt werden, tatsächlich, muss ich sagen, eher so im positiven Bereich. Also ich lese sehr, sehr gerne Comics mit Frauen, wo Frauen die Helden sind, weil ich einfach finde, ich finde es einfach toll, Frauen zu sehen, die wissen, was sie wollen, die machen, was sie wollen, und die sich davon nichts reinreden lassen. Das siehst du halt in den Comics halt auch immer. Und kaufst du denn auch? Ja, aber ich wollte nur einmal kurz zu dem, also ich meinte ja auch, ne, ich habe ja auch nichts dagegen, oder Vampirella, ich meinte jetzt auch nichts an. Aber es geht gar nicht darum, wie viel Stoff die jetzt haben, aber ich finde schon, dass es ein Unterschied ist, ob da Wonder Woman, ich meine, die hat ja auch nur quasi eine Unterhose und ein, keine Ahnung, Bustier an, aber da weiß ich einfach, ey, das ist eine Amazone, die oder eine Halbgöttin, ne, was jetzt auch gerade so der Stand ist, und die hat Pfeffer im Arsch und die ist jetzt gerade kein Sexobjekt. Aber wenn ich dann einen Harley Quinn-Comic lese, hier Blacklist oder Black Book, My Little Black Book, glaube ich, da gibt es zum Beispiel einen Comic, da die stalkt Harley Wonder Woman und dann tauschen sie die Kostüme. Und dann, ach, oh Wunder, steht Harley Quinn da natürlich in dem zu großen Teil da von Wonder Woman und versinkt halb drin. Und Wonder Woman steht da mit so einem Mini-Oberteil und der quellen halb die Brüste raus. Und denke ich mir so, nee, das hat halt nichts mehr damit zu tun, dass es eine coole Amazonin ist und die macht ihr Ding, sondern es ist, ich weiß genau, dieses Panel wurde gezeigt, damit jetzt, keine Ahnung, einer irgendwo sitzt und sich freut, dass es dieses Bild gibt. Und freut sich mehrmals. Ja, ich finde, dass in dem Moment merke ich dann halt auch, als vielleicht... weiß ich jetzt nicht, wie das Männern dann auffällt oder nicht auffällt, aber ich als Frau merke dann so, naja, alles klar. So, ich weiß genau, warum dieses Bild da jetzt drin ist. Und dann finde ich das halt nicht cool. Oder wenn halt jemand sagt, ey Batman, lass uns hier eine Nummer schieben. Oder ich meine jetzt bei Tom King im Comic, machen die das ja auch da auf dem Hausdach. Da freue ich mich ja. So, aber wie gesagt, bei New 52, wenn dann der Arsch so rausgestreckt wird und hier quillt noch eine Brust raus. Und dann sieht man einfach schon an der Art der Zeichnung so, naja, es wird jetzt nicht gerade Captain und selbstbestimmtes Sexleben gezeigt, sondern dass sie halt eine geile Uschi ist, die da jetzt quasi schön auf dem Präsentierteller so hingedrapiert wird. Und das finde ich dann nicht cool. Also, ja, also dieses gibt schon einen Unterschied. Ja, also dieses Panel mit Harley Quinn und Wonder Woman kenne ich nicht. Du hast auch bestimmt da mehr Comics gelesen wie ich. Aber ich muss dazu Catwoman auch sagen, in der New 52-Reihe war Catwoman halt keine dünne Uschi. Und ich habe halt schon den Kommentar gehört, dass von einem Freund von mir, der meinte tatsächlich zu einer Catwoman-Cosplayerin, dass sie ja ein bisschen was auf die Hüften hätte, dass sie nicht dünn genug wäre, um ein authentisches Catwoman-Cosplay darzustellen. Und dann meinte ich zu ihm, Moment mal, also weiß ich nicht, wenn du jetzt von Anne Hathaway ausgehst, die war dann halt wirklich nur in dem Film, aber wenn du dir jetzt Catwoman 052 anguckst, da so wie du, Joanna, halt eben sagst, die hat dann halt einen dicken Po oder was heißt nicht dick, also einen rund, also sie war das wirklich rund. Gesagt. Nein, das meine ich nicht. Ich meine von mir aus, also ich finde sie rundlich, also etwas, also Kurven, sie hat mehr Kurven in diesem Comic als in anderen Comics, finde ich, und in den Filmen. Und ich finde das positiv, ich finde es gut. Sie sieht ja trotzdem extrem gut aus und natürlich, wie soll ich jetzt sagen, sexy. Und dann denke ich mir so, was für ein Kommentar soll das dann sein, wenn du ein Cosplay machen willst und da musst du doch nicht so dünn sein wie, weiß ich nicht, wie eine Hauchstange, ich weiß nicht, was ich als Beispiel nehmen kann. Und du kannst da durchaus Kurven haben und das sieht dann auch durchaus gut aus. Und das finde ich auch gut, dass die Comiczeichner dann auch halt auch mal ein paar Kurven zeigen, sodass dann auch viele junge Frauen, junge Mädchen
die halt vielleicht mit ihrem Körper nicht so zufrieden sind, die dann halt auch eben sehen, okay, ich muss ja gar nicht so dünn sein, das sieht doch auch schön aus. Na, das finde ich halt eben auch gut an solchen Comics. Das ist nur, wenn du dann nicht so dünn bist und trotzdem kleine Brüste hast, dann siehst du da sowas und ich weiß ja nicht, okay, ob das ist dann immer... Okay, das ist dann wieder eine andere Sache. Ja, das ich, kann man halt kann schon, man positiv wie negativ sehen, ja. Ich finde schon, dass das, ja, also ich meine, klar, ich, also ich habe letztens Tomb Raider Comics gelesen, Dark Horse hat ja, oder bringt ja immer noch Tomb Raider Comics raus, da gibt es dann auch mittlerweile so wunderschöne Hardcover Editions, die sehen wirklich schick aus, also wenn man die Comics mag und sowas Schönes im Regal stehen hat, macht das was her und im Grunde ist es ein Pin-Up-Comic, das ist so. Also, ja, die Figur war ja auch schon Pin-Up. Klar. So, natürlich muss man das dabei auch sagen, es hat sich ja erst mit den neueren Videospielen so ein bisschen geändert. Ne? Jetzt mittlerweile geht man ja weg von diesem reinen Pin-Up und stellt sich ja wesentlich natürlicher dar. Also ich meine, auch der Vergleich, jetzt spielt ja Alicia Vikander Tomb Raider und früher war es Angelina Jolie, das ist ja auch schon vom Erscheinungsbild komplett unterschiedlich. Ne? Und Tomb Raider ist in den Comics auch sehr selbstbewusst. Ne? Die macht alles platt, die ist die unumstößliche Heldin. Natürlich kann man dann sagen, ja, diese Darstellung, das, auch diese sehr Freizüge, das ist ja ist okay, weil sie ist ja sehr selbstbewusst, sie ist nicht irgendwie das Heimchen am Herd. Halte ich aber auch ein Stück weit dann in dem Fall für einen Vorwand, einfach die so darzustellen, weil letztendlich ist es trotzdem ein Comic für Männer. Ja, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich stimme dir auch in vielen Sachen zu, aber ich glaube auch, dass viele das als willkommene Ausrede benutzen, um dann eben solche Panels zu zeichnen. Ja. Habt ihr denn jetzt vielleicht noch, um auch das Thema dann jetzt zum Ende zu bringen, noch Empfehlungen außerhalb der Jungs und Mädels im Spandex, also außerhalb von Marvel und DC? Habt ihr zuletzt einen Comic gelesen, mit einer Frau vielleicht als Protagonistin oder einer guten Darstellung einer Frau, den ihr an dieser Stelle empfehlen könnt? Ja. Was denn? Ich empfehle was Star Wars. Ja, wir haben uns daraus abgesehen. Maggie Garrison von Schreiber und Leser finde ich ganz großartig. Weil die halt, also die ist, glaube ich, sehr everybody's, also nicht einfach sagen, wie nennt man das so, everyday, nein, so ein Durchschnittsmädchen. Das fand ich sehr erfrischend. Aber ich finde zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die verrückte Richtung gehen, auch sowas wie I Hate Fairyland. Ich meine, wo dann irgendwie, weiß nicht, ein 12-jähriges Mädchen in so ein Zauberloch fällt, so wie Alice im Wunderland, und dann kommt sie aber nicht mehr aus dem scheiß Wunderland raus und halt immer je zorniger und zynischer wird und mit der Zeit zu rauchen und zu trinken. Also auch sowas finde ich total toll. Also da gibt's, glaube ich, da gibt's viele gute Reihen oder auch Saga. Also da sind jetzt die ersten, die mir so spontan einfallen. Monstrous, würde ich auch sagen. Ja. Monstrous, sehr, sehr gut. Oder Red Queens. Ich würde Buffy empfehlen. Oh ja. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Ja, weil ein Freund von mir, also als ich in Comics eingestiegen bin, hat auch ein Freund von mir direkt empfohlen, ja, du musst ja nicht nur DC und Marvel lesen, du kannst auch so Buffy oder Angel lesen, weil ja die Serie halt durch die Comics dann noch weiter fortgeführt wird. Und ja, und denke mir so, ja, cool, nette Idee. Und direkt auf der Comic-Con habe ich mir dann auch Buffy Comics noch gekauft und Angel Comics. Ja, genau. Ich glaube, das waren ausschließlich sehr gute Empfehlungen, die ich da mitgehört habe. Ein Teil davon habe ich auch selbst schon gelesen. Kann das so bestätigen? Wir können an die Zuhörer da draußen, vielleicht verliert ihr ja mal einen Blick in die jeweiligen Blogs der Mädels und auch in den Comic-Kanal auf YouTube vom Lars und guckt mal, ob sie da vielleicht das andere Comic in der Richtung rezensiert haben. Wie es bei uns auch nicht ganz unüblich ist, gibt es bei uns auch regelmäßig Rezensionen. Und da würde ich sagen, der Nick, der hat ja nur auch einiges gelesen in letzter Zeit, wie ich weiß. Was hast du uns denn heute noch mitgebracht? Ja, ich habe endlich mal Kick-Ass gelesen. Also Kick-Ass ist, wer den Comic nicht kennt, vielleicht kennt jemand den Film oder die beiden Filme, die es ja, da gibt. Ja, den Film. Genau, so, die sind, ist ja, also der erste ist ja mittlerweile auch schon ein paar Tage alt. Und ich habe den auch irgendwann mal geguckt. Zu dem Zeitpunkt habe ich Comics nicht aktiv als Hobby betrieben. Ich wusste nicht, dass es da eine Comicvorlage gab. Das hat sich erst nachher entwickelt, aber ich fand den Film damals echt cool. So, und dann habe ich halt
eine relativ lange Liste von Filmen, die ich gut finde, wo ich weiß, es gibt ein Buch oder einen Comic als Vorlage und die will ich jetzt endlich mal abarbeiten, bin da auch schon gut unterwegs und im Bereich Comics habe ich mir jetzt endlich mal die mittlerweile 3 Kick-Ass-Serien plus Hit-Girl-Spin-Off dann mal zugelegt und dann auch durchgelesen, weil ich mal wissen wollte, okay, erstmal Vergleich Film-Comic, natürlich das Comic an sich auch lesen und kennenlernen und das habe ich dann jetzt mal hinter mich gebracht. Habt ihr alle Kick-Ass geguckt? Also ich habe ein Jahr gehört, aber... Ja. Ja, auch gesehen, ist bekannt, ja. Ne? Ja. Also ich fand das damals irgendwie eine gute Geschichte. Also das ist so ein etwas selbstironischer Comicfilm. Der Film ist ja auch deutlich brutaler als jetzt der übliche Marvel-Film, wie man ihn kennt. Und ich hatte aber überhaupt keine Ahnung von Comics. Ich habe mir irgendwann mal so ein paar Bilder angeguckt, im Internet Screenshots und das sah eigentlich alles ganz ganz lustig aus, aber am Ende muss man sich ja dann selber ein Bild machen, wenn man dann was zu sagen möchte und ja, das habe ich jetzt gemacht. Es sind 3 Serien erschienen, also der erste Film handelt im Großen und Ganzen die erste Serie ab. Erschienen ist das 2008 bis 2010 und die nachfolgenden Serien dann bis 2014. Es gibt dann zusätzlich zu den 3 Serien noch ein Spin-off, jetzt nur um Minnie McReady, Hit Girl, das ist eine der Protagonistinnen, die da eine tragende Rolle auch in den allen Serien spielt. Und ja, das war ein bisschen Spaß für mich. Was kann man zu Kick-Ass sagen? Es geht um Dave Lizewski, muss den Namen erstmal auf die Reihe kriegen. Das ist ein klassischer Schüler, der mag Comics, der mag Science-Fiction-Filme, alles, was so Nerds und Geeks ganz gerne haben. Das kommt bei den Mädels in seiner Schule natürlich nicht immer so gut an, aber er führt eigentlich ein relativ normales Leben. Seine Mutter ist zwar früh gestorben, damit kommt er aber einigermaßen gut klar. Er fühlt sich allerdings extrem gelangweilt. Also die Aussicht, ein, sage ich mal, normales Leben zu führen mit einem Job in irgendeinem Büro und vielleicht irgendwann mal einer Frau und Kindern, das ist alles, was ihn ziemlich anödet. Und er fragt sich halt, das sagt er auch so wortwörtlich im Comic, warum möchte halt jeder wie Paris Hilton sein, aber keiner wie Spider-Man? Ist so natürlich auch nicht richtig, aber in seiner Wahrnehmung ist es ja letztendlich so. Und er ist halt so gelangweilt, dass er sich irgendwann sagt, ich muss was ändern, ich möchte was ändern und er hat nun mal diese ganzen Vorbilder aus seinen Comics und den will er nachstreben. Also legt er sich ein Kostüm zu, geht auf die Straße und versucht dann Leuten zu helfen, das Verbrechen zu bekämpfen, was auch immer. Blöder ist halt, anders als in den Comics, wenn man keine Superkräfte hat, kann das natürlich gehörig schiefgehen. So geht's auch ihm. Er landet im Krankenhaus, ist ziemlich fertig, gebrochene Knochen, eigentlich komplett zerstörter Körper. Allerdings kommt er wieder auf die Beine und nimmt das Ganze dann wieder vom Neuen auf. Es tauchen dann im Laufe der Geschichte weitere Figuren auf. Wir haben da Big Daddy und Hit Girl. Das sind so 2 relativ bekannte, also sehr tragende Figuren. Hit Girl wird uns durch die ganze Serie begleiten, als Ausbilderin von Kick-Ass und als total over-the-top gezeichnete Figur. Das Ganze funktioniert sehr, sehr gut mit einem sehr derben, vulgären Humor. Das ist, geht auch wesentlich weiter als im Film. Also man kann sich das, um das mal da einzuschieben, wenn man den Film mochte oder von mir auch nicht mochte, der Comic übernimmt diese Brutalität oder diese Vulgarität und macht das alles nochmal hoch 10 quasi. Also wir haben überall Flüche, es sind überall zerhackte Körperteile. Der ganze Comic spielt unheimlich stark mit Referenzen. Also es gibt immer wieder Anspielungen auf andere Comics, auf Filme, auf irgendwelche geekigen Themen, die man, wenn man so ein bisschen drin ist, dann muss man jetzt nicht ein Experte in irgendwas sein, schon mal irgendwie was mit anfangen kann. Und das macht er auch wirklich gut. Also ich finde, diese ganze Sache mit den Referenzen, das kann Mark Miller, das ist ja der Autor, unheimlich gut, auch in anderen Serien. Also er hat ja auch Kingsman geschrieben, da gibt es ja auch einen sehr erfolgreichen oder 2 erfolgreiche Filme zu. Der eine kam ja erst letztes Jahr im Kino. Und er schafft das wirklich immer gut, so innerhalb dieses nerdigen Spektrums so selbstreferenzielle Szenen einzubauen. Also es gibt müsste ich jetzt mal ein Beispiel suchen. Zum Beispiel in Kingsman, da hat er dann, wurde dann Mark Miller, nicht Quatsch, wie heißt der Schauspieler von Luke Skywalker? Mark Hamill, ja. Der wurde da zum Beispiel entführt und da fragen ihn die Ganoven, was er eigentlich zu den Prequels sagt. Die sind doch total scheiße und so Sachen. Und ich finde, er schafft das unheimlich gut, um sowas zu spielen. Man muss aber auch sagen, dass die Serie
über weite Strecken nicht viel mehr zu bieten hat. Also sie arbeitet gut mit ihrem Humor, das kann sie auch. Es ist total over-the-top-Action. Ja, also wer auf sowas steht, wer jetzt sagt, es muss jetzt nicht so realistisch sein, selbst für Superheldenverhältnisse nicht, es kann auch mal wirklich komplett übertrieben sein, der kann damit sich auch sehr viel anfangen. Für den macht das auch Spaß. Es gibt ein paar Schwächen, das habe ich aber bei Millar schon öfters jetzt festgestellt. Ich habe ehrlich gesagt bis vor ungefähr einem Jahr, obwohl er ja eigentlich ein sehr bekannter Autor ist, noch nicht viel gelesen. Er hat ja Civil War geschrieben, Empress, eine ganze Reihe von anderen Titeln, jetzt nicht nur Kick-Ass, Kingsman, da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die er geschrieben hat. Und ich war ehrlich gesagt bisher von ihm nicht so überzeugt. Also ich habe damals mit sehr hohem Anspruch Empress gelesen, ich hatte hohe Erwartungen, ich dachte, das ist ein ziemlich cooles Ding, super gezeichnet, Story total für den Arsch. Kingsman war jetzt auch nicht so überzeugend und Kick-Ass war jetzt das erste Mal, dass ich sagen würde, okay, das hat mich schon so ein bisschen gecatcht. Das war, es hat Spaß gemacht. Es gibt zwar zwischendurch auch Sachen, die ich nicht gut finde. Es gibt beispielsweise, ist minimaler Spoiler, es gibt im zweiten Teil so eine Vergewaltigungsszene, wo ich sage, fand ich so total unnötig. Also hätte man so nicht machen müssen. Es wird nicht explizit gezeigt, aber es ist ganz klar, was passiert. Und das erfüllt, finde ich, in der Story jetzt keinen großen Nutzen. Es wirkt so wirklich so ein bisschen Torture-Porn-mäßig. Dann gibt es so ein, und was halt ja auch so eine Geschmackssache ist, muss diesen Humor gut abkönnen. Es ist jetzt keine besonders tiefe Story, aber was mir gefallen hat, war, dass es Millar wirklich geschafft hat, mit dieser Hauptperson, Dave Lizewski, eine Figur zu schaffen, mit der man sich als normaler Geek auch irgendwo identifizieren kann. Also es ist natürlich nicht jeder so. Es gibt auch Leute, die lesen Comics und machen trotzdem mit viel Leidenschaft ihr BWL-Studium und sind dann irgendwo Marketing-Direktor oder Produktmanager und leben ein glückliches Leben, auch mit Comics. Er schafft das aber, glaube ich, mehr so diesen sicherlich auch klischeehaften, aber ja doch irgendwie realen Typen von Nerd und Geek dann auch in Kick-Ass oder in Dave Lizewski zu kanalisieren. Das macht er auch wirklich gut. Und am Ende, muss ich sagen, hat es mir dann abschließend doch ganz gut gefallen. Es gibt zwischendurch immer wieder so ein paar kleine Schwächen oder wo ich sage, hätte vielleicht eleganter lösen können. Manchmal stimmt die Erzählgeschwindigkeit für mich nicht so. Da dümpelt das ein bisschen vor sich hin und dann wird quasi auf den letzten Metern so ganz radikalen Finale eingeläutet, wo ich mir überlegt habe, okay, hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die eine oder andere Sache nehmen können. Ja. Du hast jetzt du hast jetzt drei Kick-Ass-Teile gelesen. Es gibt drei Stück jetzt. Ja, und das Spin-Off, genau. Es gibt drei Serien quasi oder Teile, wie man es nennen möchte. Dann gibt es einen Spin-Off, da geht es nur um Hit-Girl. Und es ist angekündigt, dass in diesem Jahr noch ein vierter Teil kommt, allerdings nicht mehr mit Dave Lizewski als Kick-Ass, sondern mit einer jungen Afroamerikanerin, die halt in dieses Kostüm. Die Grundgeschichte, die habe ich mir jetzt noch nicht so ganz durchgelesen. Es gibt schon so eine Zusammenfassung, was da ungefähr Phase ist. Aber es geht weiter mit Kick-Ass, ja. Und sie sind alle von John Romita Jr. gezeichnet oder gibt es da noch Ausnahmen? Nee, alle komplett von ihm gezeichnet. Ich glaube, es gibt zwischendurch mal irgendwie einen Gastzeichner oder so, aber es ist eindeutig Romita Jr. Also sein Stil ist ja auch, sage ich mal, nicht unumstrittener, der passt gut zum Gesamtkunstwerk, oder nicht? Ja, also ich habe von ihm noch nicht so viel gesehen an Zeichnungen. Also ich glaube auch, dass Kick-Ass jetzt nicht zu den umstritteneren gehört. Ich glaube, da gibt's andere. Es ist, finde ich, an sich eigentlich so ein guter Zeichenstil. Es ist vielleicht nicht jedes Panel, finde ich, so gut, wie es eventuell sein könnte. Also es ist halt manchmal schade. Es gibt da welche, die sehen wirklich gut aus und dann kommt direkt eins daneben, wo du denkst, ja, das hätte jetzt aber ein bisschen detaillierter zeichnen können. Aber das sind jetzt, sage ich mal, kleinere Sachen. An sich ist es eigentlich ganz gut gezeichnet. Also ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeichenstil, aber hat mir jetzt auch nicht irgendwie negativ aufgestoßen. Gar keinen Fall. Und ich glaube, die Frage der Punkte hatten wir noch nicht geklärt. Du weißt ja, wie immer, zwischen 1 und 5 Punkten, wie viel würdest du jetzt, also es ist schwierig, auf einmal das gesamte Ding zu bewerten, aber wenn du es müsstest, ne, was würdest du vergeben an Punkten? Ich würde 3,5 geben, könnte ich mir vorstellen, an einem guten Tag. Ansonsten vielleicht auch mal 3, aber der zweite Teil fand ich ein bisschen schwächer. Der dritte hat mich halt versöhnt, weil finde ich die Charakterentwicklung der Hauptfigur sehr gut zum Konsequenz zu Ende führen. Das war auch, finde ich, im Vergleich zum ersten Teil, gefällt mir da auch so ein bisschen die Struktur der Geschichte besser. Also wie viel Zeit nimmt sich der Autor für gewisse Abschnitte in der Geschichte? Wie taktet er das? Kommt das
Finale sehr abrupt und wird dann plötzlich alles umgerissen, was vorher passiert ist? Oder schafft er es, so einem das Gefühl zu geben, okay, hier hat wirklich eine nachvollziehbare Entwicklung stattgefunden, die führt jetzt zu einem bösen Punkt und dann kann man das, kann man das auch zu einem gesitzten Ende führen. Und er hat halt die Geschichte von Dave oder von Kick-Ass halt, finde ich, dann noch am Ende wirklich solide zu Ende erzählt. Super, dann vielen Dank für deine Meinung zu Kick-Ass. Ist ja auch eins der häufig empfohlenen Werke von Miller, weil es einfach auch der Klassiker ist und nicht ohne Grund auch vielleicht auch mehr verfilmt worden ist. Genau. Da vielen Dank für deine sehr ausführliche Meinung. Das ist immer eine Freude, dir zuzuhören. da würde ich sagen, wir haben jetzt hier fast ein bisschen über anderthalb Stunden zusammen und haben uns über diverse Themen aus der Comicwelt unterhalten, die mir wahnsinnig guten Gesamteindruck gemacht haben. Wir haben ganz viele Details heute gedroppt und ich glaube auch, dass die unsere Zuhörer sich einen Eindruck davon machen können. Was die Ladies vielleicht ungefähr in ihrem Blog, ihren Blogs veröffentlichen, auch was der Lars da auf seinem Kanal hat. Nur eine Frage, die haben wir noch nicht geklärt, nämlich warum die Pia eigentlich 121 Euro für einen Comic ausgegeben hat. Sag mal, was genau war das eigentlich? Ja, also das ist das Comic Red Hood und die Outlaws, Jokers Rache, das ist Megaband 2 aus der New 52-Reihe, glaube ich, also es ist schon etwas älter. Ich wusste jetzt gar nicht, dass es heute zum Thema wird, es war wohl jetzt spontan, weil ich hatte das tatsächlich gepostet, weil ich das selbst so ein bisschen krass fand, was ich da gemacht hatte und das musste dann irgendwie mal teilen und ich habe auch mit einem Freund drüber gesprochen, ein Freund von mir, der hat deutlich mehr teilweise für einige Comics ausgegeben, weil der diese sogar noch signieren lässt und grainless oder so, ich weiß nicht, wie man das nennt, irgendwie das ein richtig großer Sammler. Und ich habe das noch nie gemacht. Das meiste, was ich für einen Comic ausgegeben habe, war 30 Euro für die Erstausgabe von Nightwing, die englische. Und ja, und jetzt waren es 121 Euro. Warum? Ich suche diesen Comic schon seit über 4 Wochen, weil mich halt die Hintergrund, also generell die Geschichte von Red Hood interessiert. Red Hood ist ja der Jason Todd, für die, die ihn vielleicht nicht so kennen, das ist ein Robin von Batman gewesen, der dann ja in der Vergangenheit, ist das jetzt ein Spoiler, wenn ich das jetzt sage, nee, oder nee, darf das ich das? Ist, nee. Nee, gut, der ist ja in der Vergangenheit. Spoiler anfangen. Genau, von Joker getötet worden und wie ich ja schon am Anfang dieses Podcast erwähnt hatte, habe ich ja mit Batman wie Superman mit den Comics angefangen und da gab es einen Hinweis zu Jason Todd, weil ja da seine Rüstung da irgendwie stand mit Joker bekritzelt und so weiter und dann habe ich immer gefragt, Leute, was ist das? Das verstehe ich nicht und dann meinte man zu mir, ja, das ist Jason Todd, der von Joker getötet wurde und das hat den Batman noch verbitterter gemacht. Und jetzt bin ich halt dabei, die ganze Red Hood Geschichte zu lesen und ich will sie aber auch alle in Deutsch lesen, weil ich kann zwar Englisch, ich kann Englisch eigentlich ganz gut, aber in Deutsch fühle ich mich sicherer und das ist halt meine Muttersprache und ich finde eigentlich die Comics meiner Meinung nach gut übersetzt und ich kann da öfters schmunzeln, als wenn ich das jetzt in Englisch lese. Und dieser zweite Band wird nicht mehr gedruckt von Panini, gibt es irgendwie nicht mehr und ich habe 4 Wochen auch im Internet gesucht, in Panini-Forum, bei eBay Kleinanzeigen, auf Facebook, überall, wo man eigentlich im Internet Comics, auch Comicbörsen, auch mein Comic-Händler des Vertrauens, der in Dortmund sitzt, ich habe dem eine E-Mail geschrieben, hast du dieses Comic und alle Leute, die ich kannte und entweder es war nicht da oder es gab private Personen, die ihn wohl hatten, aber nicht abgeben wollten, weil der dann halt eben auch gut ist und der wird dann auch behalten. Denke mir so, ja, was mache ich jetzt? So, dann habe ich nochmal gegoogelt. So, dann gibt es ein Forum, wo der Wert von Comics wohl irgendwie gesammelt wird und aktualisiert wird. Der war vor ein paar Monaten irgendwie bei 75 Euro schon und dann hat da irgendjemand aktualisiert und geschrieben, ja, ist aus dem Druck raus, ist kaum noch zu finden, Wert könnte bis 150 Euro hochgehen. So, und ein Freund von mir, der sich halt auch noch ein bisschen besser auskennt, der sagt halt eben zu mir, ja, du musst halt eben gucken, was bist du bereit zu zahlen und was sind andere Menschen bereit zu zahlen. Es ist ein Wert. Liste ist eine Sache, die andere Sache ist, was sind die Menschen bereit zu zahlen? Und bei eBay ist der Vorteil, wenn du wirklich eine Auktion hast, also es war eine Auktion, die begann wirklich bei 1 Euro und war dann nach einer Zeit schon bei 50 Euro, dann bei 75 Euro und kurz vor dem Ende geht das natürlich hoch und ich habe halt überlegt, ja, ich bin halt schon bereit, so bis 130 Euro zu zahlen, weil ich immer noch erinnern kann, ich kann den Comic ja wieder verkaufen, wenn ich ihn nicht mag. Und dann kann ich ihn für so viel Geld halt wieder verkaufen, weil ich weiß, die Leute sind bereit, so viel zu zahlen. Da gab es
ein oder zwei Menschen, die haben dann auch auf 120 Euro geboten. Ja, und ich weiß halt eben, irgendeiner wird dann mir schon wieder das Geld geben, wenn ich es nicht behalten wollen würde, diesen Comic. Und dann habe ich 121 Euro bezahlt, weil ich unbedingt die Storyline weiterlesen möchte, weil ich es Megaband 1 gelesen hatte und ziemlich gut fand und auch Starfire sehr gut finde und Red Hood. Ja. Dann druckt Panini nach. Ja, genau. Das kann passieren. Ja, also das ist immer so eine Sache, das weißt du halt eben nicht. Ja. Also manche werden nachgedruckt in irgendwelchen Sammelbänden, aber das kannst du halt eben nicht sagen. Also zum Beispiel Nightwing gab es ja auch eine Serie, die gibt es glaube ich gar nicht im Deutschen, irgendwie nur im Englischen, ich bin jetzt nicht ganz so sicher. Und da hatte der Comic-Händler halt auch zu mir gesagt, ja, das ist halt das erste Heft. Und ich habe auch im Internet geguckt, dass damals habe ich halt auch für das erste Heft 30 Euro bezahlt, weil ich voll das Nightwing-Fangirl bin. Und das gibt's halt so im Deutschen nicht. Und es fragt mich, ob das irgendwann mal gedruckt wird. Ja, also ich muss sagen, was Geld für Comics aus eben angeht, müsste ich eigentlich noch sagen, weil ich habe hier auch zwei große Regale stehen, mittlerweile auch auf dem Speicher schon Sachen ausgelagert und viel Geld dafür ausgegeben. Aber was ich nicht mehr mache, ist wirklich für einzelne Hefte oder, also Hefte sowieso nicht, ich sammle eigentlich nur Paperbacks oder größere Editionen, dass ich da nochmal viel Geld für ausgebe. Ich habe es einmal gemacht, ich habe für eine X-23-Reihe von Marvel, da habe ich für einen Trade sehr viel Geld, also 90 Euro ausgegeben, weil es das auch nicht mehr gab. Also, und da war ich noch jung und dumm, was Comic angeht. Und ich weiß einfach mittlerweile, irgendwann kommt alles in irgendwelchen Omnibussen oder Super Deluxe Editions nochmal raus. Da würde ich nie wieder so viel Geld für ein einzelnes Objekt ausgeben. Aber klar, in der deutschen Sprache ist das dann wieder was anderes. Ne? Panini ist nun mal nicht Marvel und ich kann mir schon vorstellen, dass man das da gut nochmal wegkriegt. Maximal über die Eaglemoss-Edition vielleicht, dass sie diese, wenn es besondere Sachen sind. Hush gab es dann auch nochmal als Nachdruck. Mhm. Wer weiß. Ja, aber solche Klassiker, die halt wirklich immer wieder gedruckt werden, wobei ich halt nicht weiß, dass diese Red Hood-Serie, ob die irgendwann nochmal gedruckt wird. Also dieses Megaband, was ich gekauft habe, hat ja auch irgendwie über 300 Seiten. Also ich finde es okay, es ist jetzt kein Heft gewesen, was du jetzt in 20 Minuten durch hast, sondern das ist dann halt so ein Megaband. Und ich weiß halt, es sind eine Handvoll Menschen bereit, so viel zu zahlen, hat man ja bei eBay gesehen, dadurch, dass es eine Auktion ist. Wenn du sofort kaufen Auktion hast, dann weißt du halt eben nicht, okay, du konntest draufklicken, aber du weißt nicht, ob du das dann wieder loskriegst. Ne? Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich das dann wieder abgebe. Ja, klar. Ja, Comics lesen kann einfach ein teures Hobby sein. Muss es zwar nicht, aber kann es durchaus, gerade wenn man da auf einzelne Ausgaben abfährt. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude, euch hier heute beim Telestammtisch begrüßen zu dürfen. Ich werde natürlich auch für die Zuhörer da draußen in die Shownotes zu dieser Ausgabe, die es natürlich überall gibt, also im Podcatcher, dann eben später auch auf YouTube und so weiter, die ganzen Links reinpacken, wo man euch online finden kann, wie die URLs sind, auf welchen Social-Media-Accounts man euch finden kann. Da gibt's also gar nicht die Möglichkeit, euch nicht zu finden. Insofern sind wir da alle auf der sicheren Seite. Es war mir eine wahre Freude, dass ihr heute da wart. Ich danke euch vielmals für eure Zeit und eure Energie, die ihr heute mitgebracht habt. Und ja, an euch da draußen, wenn ihr das heute gehört habt und ein bisschen gut fandet, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns zu abonnieren, uns in euren Podcatcher zu adden. Ihr wisst ja, wie das läuft. Likes hinterlassen, teilen. Das ist jetzt ja kein Geheimnis. Ihr schafft das. Das wäre also super nice, wenn ihr das tätet. Und an dieser Stelle nochmal danke an alle da draußen und vor allem auch an meine Gäste. Ich hoffe, dass wir uns nochmal hören, dass es die Gelegenheit gibt, falls ihr mal wieder was gelesen habt oder ein Thema habt, das euch unter den Nägeln brennt, seid auch wieder herzlich eingeladen. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.